Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Episode des Hypertrophy Casts. Diese Woche sind wir nur zu zweit, also nur der Nick und ich. Hier, Maxi und Michel sind leider verhindert, so sagt man, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, genau. Wird heute auch, glaube ich, eine ganz kurze Episode. Wir sprechen ein bisschen über die Programming Changes bei Nick. Noch allgemein ein bisschen über Training. Und am Ende schauen wir uns auch nochmal ein paar Videos an von der Nick. Wie heißt Von der sie? guten Melina. Also Genau. Melina, falls du das hörst, am Ende gehen wir auf die ganzen Sachen ein. Ja, Und jetzt, Aaron, was? das sind, glaube ich, Trainingsvideos und der Trainingsplan auch. Genau, also Melina hat Trainingsvideos eingeschickt, vorm Video den Trainingsplan und da gehen wir dann mal drauf ein. Sie hat auch extra gesagt, wir sollen nicht zu fies sein, aber nein, wir sind nicht fies, wir gucken es einfach nur an und geben dazu, also sagen, was wir dazu denken und ja, wir geben aber dann nochmal Bescheid im Podcast, wann wir dazu changen, nicht, dass ihr über Spotify hört und dann überhaupt nicht checkt, was abgeht. Oder obwohl, wir haben mittlerweile Video bei Spotify, ne? Ja, also ich lade das eigentlich auch da immer mit Video hoch. Okay, Also für dann. alle, die das nervt, ihr könnt das, glaube ich, auch in den Einstellungen ausschalten, dass Spotify Video anzeigt. Aber ich denke mal, dass die meisten Leute, die es auf Spotify hören und das Video nicht sehen wollen, dann eh von der App runtergehen und dann ist es ja eh egal. Ja. Genau. Ich habe auch noch zwei, drei Videos bekommen. Die können wir vielleicht auch noch einbauen, falls es zeitlich Ja, auf passt. jeden Fall. Safe. Ja, erzähl mal, was ging bei uns ab? Wir hatten beide Deload. Was haben wir so gemacht die letzten Tage, Wochen? Ja, genau. Also Nick und ich waren tatsächlich parallel beide in Hamburg über Silvester. Also ich war von Donnerstag bis Sonntag in Silvester in Hamburg. Und Nick, du warst am Freitag da, ne? Freitag bis Sonntag, genau, und War dann haben wir uns was? gar nicht so richtig abgesprochen, aber wir haben uns trotzdem mal getroffen zum schönen Sushi All You Can Eat, ne? Das ging auch noch. Und Also, Nick, darf ich noch was leaken? ja, okay, League. Ja. Ja. Nick und ich haben uns auch noch zwei McFlurries geholt. Da habe ich das so, ich habe das auf Instagram gepostet, aber ich durfte leider Nick da nicht markieren, weil Michel ist da natürlich immer hinterher. Ja, und wenn, dann erzähle ich es lieber im Podcast persönlich. Auf jeden Fall, wir haben es uns gut gehen lassen. Wir haben da auch jetzt diese 3, 4 Tage einen eher intuitiven Ernährungsansatz gefahren. Also 4 bis 5 Mal am Tag essen und immer gucken, dass da halt auch genug Protein drin ist. Da wir beide in der Off-Season sind und wir relativ hohe Kalorien haben. Also ich bin, glaube ich, bei 4,3 im Moment. Und du, Aaron, du hast auch relativ viel, oder? Ja, 3,5, also ist noch nicht ganz so hoch, aber. Genau, und da kann man sich das, denke ich, auch erlauben. Ich war, glaube ich, also jetzt mal ganz ehrlich, sorry Michel, aber ich glaube, ich war jeden Tag safe bei 6000 Kalorien oder so und ich habe sogar über diesen Hamburg-Trip noch abgenommen. Also ich habe 1 Kilo verloren. So, deswegen ist irgendwie schon sehr komisch, wenn man halt durchgehend auf seinen Kalorien ist, auf 4,2 jetzt in meinem Fall und halt langsam zunimmt, dass man dann halt 3 Tage viel mehr isst und abnimmt. Also ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum das so ist. Ich hatte auch nicht mehr Bewegung oder sonst irgendwas. Genau, aber wir haben uns auf jeden Fall intuitiv ernährt, waren dann, wie Aaron schon gesagt hat, beim Sushi All You Can Eat, haben da gut zugeschlagen und haben uns extrem davon begeistern lassen, dass das Essen so durch die Gegend fährt und man sich da selber was runternehmen kann, was eigentlich total irrelevant ist, aber irgendwie fanden wir das ganz cool. Ja, kannst du einmal erklären, was intuitiv ernähren also für mich heißt? Du hast da eine gute Definition gefunden. Du frierst dich den ganzen Tag voll und trinkst die ganze Zeit Monster zum Also, Nachspülen. ich habe davor, vor dem Urlaub zu Nick gesagt, dass ich mich da intuitiv ernähren werde. Und Nick hat gedacht, dass ich damit meine, dass ich ungefähr versuche, meine Kalorien zu schätzen, also meine Makros zu schätzen und das dann täglich zu essen. Absolut ein Und Lüge. auf einmal sehe ich so, dass du morgens so frühstücken warst. Und ich denke mir so, Digga, der hat doch jetzt schon die Hälfte der Kalorien drinne. Also ich hatte da, also vom Frühstück hatte ich halt safe immer schon so 100 Gramm Fett oder so drin. Also das ging echt wirklich richtig, richtig Tinte auf dem Füller. Und ja, Aber Nick und ich auch mal waren. ganz ehrlich, jetzt an alle Leute, die sich da immer so einen Kopf drum machen, es ist natürlich, man kann auch einen anderen Ansatz fahren, das ist auch nur ein Ansatz von vielen.
Aber wenn ihr in der Offseason seid und zum Beispiel Aaron war jetzt auch mit seiner Freundin da und hat mit der schön gefrühstückt und so, dann entspannt euch einfach und schaltet mal ein paar Tage den Kopf aus, vor allem auch im Deload. Jetzt in unserem Fall macht es einfach Sinn, mal aus dieser Routine rauszugehen, damit man sich am Ende auch noch wieder komplett darauf freut, wieder in diese Routine reinzukommen. Das macht einfach meiner Meinung nach mega viel Sinn. Und man sieht ja auch wenn man halt 3 Tage mehr isst, man nimmt jetzt nicht gleich zu, in meinem Fall, ich habe so 1 Kilo verloren, glaube ich, macht man sich da auch mehr verrückt, als es eigentlich sein muss. Ich war genauso, aber mittlerweile bin ich da eigentlich mega entspannt. Ja, andererseits, also du hast safe recht. Bei mir ist das aber so, weiß nicht, ob das eine Essstörung schon ist. Also ich weiß nicht, ich sitze dann da halt und ich gucke so auf das Dings und ich lese so durch und sage ich mal, da ist so ein Frühstücksmenü, das kostet so ein 17er oder so. Und ich denke halt so, ich lese das so durch und so denke so, ja gut, ist das jetzt genug so? Ich bestelle das. Da kommen erstmal, also erstmal sowieso dumm, dass ich jedes Mal beim Bestellen denke, das ist zu wenig, davon werde ich ja gar nicht satt und da ist nicht genug Protein drin, weil jedes Mal esse ich eigentlich noch die Hälfte von meiner Freundin, weil die das nicht schafft, ne? Und ich sitze morgens da und bestelle so ein Familiendings und da stand so für eins, für zwei, für drei und ich denke, das heißt für eine Person in der Familie oder für zwei oder für drei. Nein, das heißt für eine Familie. Ich habe das bestellt. Erstmal, und meine Freundin hat halt auch was bestellt. Die hat so ein Medium-Frühstück bekommen und bei ihr stand Brot mit drin und bei mir stand Brotkorb. Und dann kommt so ein Korb mit drei so Fladenbrote. So Und ich richtig denke, groß ja, safe. Kopfbaum. Ja, so, also das waren, die haben safe 250 Gramm gewogen. Also ohne Scheiß, die waren richtig dick, ne? Die waren richtig dick und groß. Und dann denke ich, ja, das ist ja sicherlich der Brotkorb. Oh, weiß ich nicht, ob ich jetzt diese drei schaffe, ne? Dann kommt noch ein anderer Korb. Fünf dieser Dinger. Fünf. Ich habe die alle gegessen. Mit Rührei, Sucuk und so richtig fiesen Käse und so Marmelade. Diese Marmelade hatte safe 99 Gramm Zucker auf 100 oder so. Die war so süß, ne? Dann, da war alles dabei. Ich bin auch ehrlich, ich habe das nicht ganz aufgegessen, weil da waren so 12 so kleine Schalen. Da war ganz verrücktes Zeug drin, auch Oliven und so. Das mag ich halt gar nicht. Aber ich habe halt fünf Fladenbrote gegessen. Also ich habe safe. Also mindestens 1 Kilo Fladenbrot gegessen zum Frühstück. Bin ich erstmal zurück zum Hotel gerollt, hab mich da hingelegt, hab erstmal geschlafen. Und Ja, es ist doch immer so, wenn man oft kein was isst, ist man so im Carb-Koma. Vor allem dann ja, noch aber das ist so dumm. durch die ganzen schnellen Carbs. Und ja, es ist safe eine Essstörung so, aber da muss man auch wieder definieren, was ist keine Essstörung, was ist eine Essstörung und wie bewertet man das Ganze, ob das jetzt so schlimm ist. Ich glaube nicht, dass wenn du da paar coole Tage hast, dass es so relativ schlimm ist. Deswegen Für mich? würde ich mir da gar nicht so einen Kopf machen, aber machst du ja eh nicht so, ne? Nein, ich mache mir da keinen Kopf drum. Ich denke mir halt auch so, bei mir ist das Ding, wenn ich auswärts esse, dann haue ich schon richtig rein. Also ich jetzt nicht so, dass ich jetzt so übertreibe und dann da irgendwie noch so, irgendwie so Zuckergetränke zum Beispiel. Für mich ist eigentlich so gut wie No-Go. So, ich trinke das manchmal Workout, also wenn ich jetzt kein Malto oder so dabei habe, dann geht das, aber dass ich jetzt dann Aber so. das trinkst du auch nur intra, wenn deine Oma dir zu Weihnachten ein Zuckermonster schenkt mit 80 Gramm Carbs, Ja, habe ich ja in der letzten Folge gesagt danach. Also es ging mir nicht gut, sage ich mal so. ne? Aber nee, manchmal hole ich mir auch so Powerade oder so. Also es geht schon klar. So, wenn ihr mal Bock habt auf ein geiles Intra, dann holt euch mal so zwei Powerades. Die haben 40 Gramm Carbs. Die blaue Sorte natürlich. Oder Nick, welche präferierst du da? Definitiv die blaue Safe. Okay. Ich bin auch so einer, wenn Aber. ich dann bei diesen Ja. Refill-Automaten bin, so im Burger King oder so, dann Five Guys, genau, Five Guys, dann trinke ich auch durchgehend Powerade Zero, weil ich es einfach so gut finde. Aber Also schmeckt das Powerade. Blaue da genauso? Also so wie Ja. das. Ja? Ja, ich habe das Originale vielleicht vor 10 Jahren das letzte Mal getrunken, aber es schmeckt auf jeden Fall richtig stark. Gutes Thema, werde ich auch gleich drauf überleiten. Aber für mich ist das Ding, so, es gibt halt, also ich presse mich da eigentlich schon immer ziemlich dicht, aber es gibt da halt auch so ein paar No-Gos, die ich dann so beachte. Also übertrieben viel Kuchen oder so, das ist dann halt irgendwie auch nicht drin. Will halt einfach so essen, dass wenn ich da jetzt mehr Geld ausgegeben habe, gerade bei einem All You Can Eat, sodass ich halt auch dann wirklich platt bin und nicht nach 2 Stunden mir denke, so, ich habe wieder Hunger. War das mit dem Kuchen jetzt eine Anspielung auf mich? Nein, ach so, nein.
Ja, im All You Can Eat saßen wir da und erstmal war halt lustig. Also, das Sushi fährt so einen ovalen Halbkreis in zwei Etagen und du siehst, du kannst nicht da durchgucken. Also, du kannst nicht sehen, was auf der anderen Seite rumfährt. Nur oben. Und wir saßen wir saßen auf so einer Ecke, aber den mittleren Platz hatte noch so ein älterer Herr. Und der hat sich wirklich. Wir haben so gerade gesehen, dass sowas Geiles um die Ecke gefahren ist und dann, zack, hat er sich den Teller Wenn geschnappt. das das Sushi ist, saß der alte Mann hier und wir saßen hier Ja, und es genau. fuhr halt immer so rum und er hat sich alles hier weggenommen und wir haben Alles. halt hier nichts mehr bekommen. Außer die Orangen. Ja, und Ja, weil er die nicht Nick hat wollte, halt so ja. einen frittierten Kuchen da gegessen. Der war frittiert Der war so und hatte gut. oben noch so Puderzucker drauf. Und das war so widerlich, aber Nick hat davon Aber so. das Puderzucker habe ich tatsächlich bei jedem abgemacht, weil es too much war. Ja, also das ist dann immer noch da so runtergefallen und so. Zu den Five Guys Automaten. Ich war ja auch beim Five Guys und jedes Mal, wenn ich beim Five Guys bin, also zum Beispiel letztes Mal war ich da, da war ich auf Diät, da habe ich da gar nichts gegessen. Auch allgemein finde ich, Five Guys ist echt überteuert so. Schmeckt zwar ganz cool, aber muss nicht sein. Aber die Getränkeautomaten sind einfach wild, weil du bezahlst 3,50 Euro, glaube ich, für ein Getränk, was in solchen Läden schon übel klar geht und du kannst die halt immer nachholen. Aber bei mir ist dann das Ding, so normale Sprite Zero schmeckt geil. Normale Fanta Zero schmeckt meiner Meinung nach geil. Normale Cola Zero schmeckt geil. Normales Powerade und so, diese blaue oder so, schmeckt alles geil. Aber ich bin dann da und denke mir, Aaron, wer bist du, dass du dir jetzt normale Sprite holst? Da steht irgendwie so Traube oder Himbeere oder so Pfirsich oder so. Und ich hole mir das jedes Mal und jedes Mal denke ich mir, Digga, das schmeckt so scheiße. Ja, fühle Das ich. schmeckt so scheiße, Ich ey. muss auch noch mal zu diesem ganzen Aufklärthema sagen. Ich glaube, wenn man so aus dieser Bubble kommt wie wir, ich kann einfach nichts aufklären essen, wo nicht irgendwie eine primäre Proteinquelle drin ist. Also ich könnte nicht einfach nur eine Pizza. Also eine Pizza ist schon irgendwie so, ja, die hat vielleicht Protein, aber Weizen und Mozzarella, so ist irgendwie, weiß ich nicht, so. Oder Nudeln oder so mit einer Soße. So, ich. Keine Ahnung, ich tue mir da so schwer, dann sowas aufklären zu essen, weil ich mir immer so denke, ja. Aber was ich mich gerade frage, wenn du jetzt Käse von einer Ziege oder so isst, oder von was, wovon ist normaler Käse? Von welchen Tieren? Kuh oder Schaf? nicht? Hä? Kuh oder nicht? Kühe? Ich weiß ja nicht, ob es. Ist Magerquark nicht auch, also die gleiche Proteinquelle wie Käse? Ja, aber ich rede davon, dass dann da halt so 70 Gramm Käse drauf sind, so 10 Gramm Eiweiß, so. Zehner, wenn auf einer Pizza 70 Gramm Käse drauf ist, Digga. Ja, schon. Der hat sowas von 200 oder so. Nein. Hey, guck mal, diese Fertigtüten mit diesem Reibekäse haben 150 Gramm und dann nimmt man doch safe nur eine halbe. Ja, Und stimmt, auf das diese recht. Lärmpizza, also, Na gut, da ja, hast du kein recht. Plan. Na gut, erzähl mal ein bisschen von deinen Programming Changes. Ja, genau, reicht mit Food. Auf jeden Fall, ja, wir sind dann halt aus Hamburg wiedergekommen, hatten jetzt beide Intro-Sessions, also mit RER, und sind jetzt beide wieder ab morgen im normalen, regulären Training drinne. Und es gab bei mir im Programming ein paar Changes, die ich mit Michel zusammengetroffen habe. Wäre natürlich cool, wenn er jetzt hier wäre und das auch nochmal erläutern könnte, aber. Ja, ich kann es euch auch einfach mal erklären. Und zwar hatte ich sehr viel High-Rep-Stuff, viele Widowmaker-Sätze. Also wer nicht weiß, was ein Widowmaker-Satz ist, zum Beispiel an der Leg-Press, du machst, bis du nicht mehr kannst, dann hakst du nicht ein, sondern wartest ein paar Atemzüge, dann machst du noch eine, wartest ein paar Atemzüge und so weiter, bis du halt, keine Ahnung, im ersten Minisatz 14 Wiederholungen zum Beispiel schaffst und dann am Ende bei 25 rauspausiert landest. So. Das ist halt zentral schon sehr ermüdend, genauso wie High-Rep-Sachen. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Widowmaker-Sätze an der Leg Press rauszunehmen und dafür wirklich mit Low Reps zu arbeiten, also so einer 5 bis 7er Rep Range oder einer 7 bis 11er Rep Range. Das machen wir in dem Fall pausiert, um einfach so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, dass ich nicht so viel Load brauche, und ich finde auch so pausiert fühlen sich Rep Ranges in dem niedrigen Bereich an der Leg Press vor allem besser an. Wir haben zum Beispiel auch eine Hip Thrust von 11 bis 14 auf 5 bis 7 und 7 bis 11 genommen. Erster Satz 5, 7.
Ja, genau. Also wirklich sehr viel, wirklich Low-Rap-Sachen. Und das hat einfach den Hintergrund, um wirklich die systemische Ermüdung zu reduzieren. Wir wollen das mal ausprobieren, weil ich muss sagen, so zwei Sätze Hip-Thrust auf 11 bis 14, ich habe die sogar noch mit 2 CT Pause in der verkürzten Position. Es geht schon echt auch aufs Nervensystem und man liegt dann da 10 Minuten lang und ich weiß nicht, ob der Stimulus in der Muskulatur dann immer der Fatigue des Nervensystems, sage ich mal, das rechtfertigt sozusagen, oder ob das sein muss. Und deswegen sind wir jetzt wirklich in ganz vielen Übungen mal mit der Rep Range runtergegangen. Auch zum Beispiel bei einer High Intense Smith Press, da hatte ich auch immer 11 bis 14 mit Kadenz. Das hat auch immer mega gefickt. Und ja, jetzt habe ich da eine 5 bis 7er im Topsatz und wir versuchen durch diese Low Rep Ranges einfach mal ja, zu gucken, ob das was verändert, ob man zentral einfach fitter ist. Genau, weil ich im Moment 5 Trainingstage in der Woche habe und schon ziemlich übergefahren bin. Und genau, da versuchen wir das jetzt mal und ich werde es, denke ich, mal in den nächsten Podcast-Folgen auch nochmal darüber reden und erzählen, wie es so funktioniert hat oder wie es funktioniert. Aber das ist jetzt auf jeden Fall der Plan, die ja, systemische zentrale Ermüdung so ein bisschen zu reduzieren durch Anpassen der Rep-Ranges nach unten. Ja, ich finde es auch interessant, weil normalerweise bist du jemand, der eher höhere Rep-Ranges bevorzugt, ne? Ja, safe. Also es kommt immer auf die Übung an, aber bei einer Leg Press ist zum Beispiel Aaron, der würde viel lieber eine 5 bis 7er machen und ich würde halt viel lieber eine 11 bis 14er machen so. Aber trotzdem habe ich dadurch, dass ich es immer so gemacht habe, wie ich Bock drauf habe, auch jetzt mega Bock mal was anderes zu machen, so einfach auch Loads zu touchen, die ich davor nie bewegt habe, weil ich einfach nicht in so einer Low Rep Range gearbeitet habe so. Ja, zum Beispiel bei mir ist das Ding, ich bin halt, wie gesagt, eher derjenige, der so in tieferen Rep-Ranges performt oder war das zumindest so. Eigentlich so 6 bis 10 war Sweet Spot in eigentlich jeder Übung, außer vielleicht Seitheben. Und ich habe das jetzt auch so, dass ich seit längerer Zeit wirklich mal versuche, oder nee, nicht versuche, sondern dass ich seit längerer Zeit einfach mal höhere Rep-Ranges ausprobiere. Also ich habe immer noch bei Beinen zum Beispiel an der Leg Press Top und Back-Off sozusagen, dass ich den Topsatz schon relativ niedrig mache, aber dann den Back-Off schon meistens also im zweistelligen Bereich lande. Und ja, auch Leg Press so 15 Reps oder so und dann halt wirklich Muskelversagen erreicht wird. Und ich finde, das hilft mir wirklich bei meinen Beinen extrem. Also zum einen, weil man halt mindset-technisch über seinen eigenen Schatten springt, weil, sind wir mal ehrlich, 15 Reps an der Leg Press zu machen, ist ekliger als 7, weil da halt auch noch so eine kardiovaskuläre Belastung kommt. Bei einer Pendel, ja, bei der Pendulum vielleicht nicht ganz, aber bei einer Hack Squat oder einer Smith Squat oder so wird es wahrscheinlich jeder wissen, so, ne? Und aber dieser mentale Aspekt, dass ich halt wirklich meine Grenzen dann austeste. Okay, 15 Reps an der Leg Press ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel 25 oder 30. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber ist es für mich schon so gewesen, dass das echt immer ziemlich, ziemlich anstrengend auch für den Kopf war. Und das wird halt immer besser. Also es ist jetzt eigentlich schon richtig gut und ich liebe die Sätze. Und ich finde auch, dass meine Beine im Moment eigentlich ganz gut wachsen. Ich weiß nicht, ob das nur deswegen ist. Ich schätze mal nicht, aber ich denke mal, Ich dass das auch seinen Teil dazu beiträgt. denke, ich kann da mal kurz einhaken. Ich denke, das ist safe bei dir. Auch deswegen ist es deine Beine sich so gut weiterentwickeln, weil man weiß es ja selber. Wir beide dokumentieren ja unser Training auch auf Insta und wir gucken uns dann natürlich auch gelegentlich, vor allem wenn wir zu zweit da sitzen und nichts zu tun haben, mal alte Videos an. Und da haben wir bei Aaron auch gesagt, so in so ein paar Videos, ja, okay, Bro, wir dachten zwar damals, das ist intensiv, aber da wären halt noch 3, 4 gegangen, so gerade an der Leg Press. Dann ist es einfach so, wenn die mentalen Kapazitäten nicht so ausgeprägt sind und du dann halt wirklich 100 Wochen gefühlt in Folge vom Muskelversagen weiter weg trainierst, aber trotzdem deine Satzanzahl niedrig ist, weil du denkst, es ist im Versagen, dann kann sich da einfach nicht so viel entwickeln, wenn du halt jedes Mal beim Training eigentlich den Nagel nicht in die Wand haust, sondern ihn immer nur so leicht antickst, so, weil du halt noch was im Tank hast, so.
Und dadurch, dass es halt immer besser wird, auch diese Sätze zu nailen und die Intensity zu nailen, glaube ich auch, dass deine Beine mega wachsen. Und das ist bei mir zum Beispiel so bei den Armen. Also bei Beinen hatte ich, was die Intensity angeht, nie so die Probleme. Aber bei Armen zum Beispiel, ich fand es einfach so langweilig und keine Ahnung, so ein Bizeps-Curl hat mich so nicht angeturnt. Also turnt es mich immer Ja. noch nicht, aber ich kann ihn jetzt ans Versagen trainieren. Und meine Arme wachsen auch momentan sehr gut, weil ich auch einfach gelernt habe, Scheißübungen intensiv zu trainieren und nicht nur die ich eh gerne mag. So. Ja, bei dir ist halt auch nochmal das Ding. Also ich denke, dass du schon früher akkurater auch trainiert hast, deine Beine. Auch intensiver aufs Muskelversagen. Weil bei mir war das Ding, ich habe früher einfach immer viel zu viel Gewicht benutzt, habe in einem FitX trainiert. Jeder kennt da wahrscheinlich die Geräteauswahl. Ich habe eine Smith Squat mit 3 oder 3,5 Plates gemacht und war halt 18 so. Und also jetzt würde ich da halt bei der Hammer Strength Smith Squat vielleicht 45 pro Seite bewegen und ich habe halt da so 60 oder 70 pro Seite bewegt und habe die halt einfach so schrecklich gebeugt. Da, dass halt einfach der Quad gar nicht gedehnt werden kann, weil ich überhaupt nicht tief gegangen bin, habe ich immer diese V-Squat ganz normal gemacht und die 45-Grad-Beinpresse habe ich irgendwie alle 10 Trainings oder so mal gemacht, sondern manchmal diese Techno-Gym, aber eigentlich auch nicht so wirklich mit Strecker und Beuger halt, aber also ich weiß, da kann halt auch nichts wachsen so, ne? Und jetzt habe ich halt dieses Equipment seit gut 1,5 Jahren bei Nick und mir im Studio. Und das bringt halt auch nochmal extrem, also die Pendulum Squat und das ist schon gut. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum einfach so viele Leute ganz schwache Beine haben und eigentlich im Oberkörper stabil Ja. aussehen. Weil Vor gefühlt allem. jeder beim Rücken oder bei der Brust komplett in die Dehnung geht. So, jeder lässt beim Bankdrücken komplett runter, jeder hängt komplett sein Lat oder sein Upper Back aus. So, aber bei einer Beinpresse oder bei einer Kniebeuge, die was wirklich Übungen sind, die die Beine wirklich zum Wachsen bringen, so, ne? Dann nehme ich jetzt Ja. bewusst meinen Beinstrecker raus, geht halt keiner tief runter. So, und das Also, macht halt. okay, du für den Großteil hast du schon recht viel, aber es gibt auch Ego-Lifter beim Bankdrücken, die nicht ganz runtergehen und so Half-Reps Aber machen. die Dichte ist Aber bei Fleiß definitiv nicht. zu hoch. Ja, bei Fleiß machen die meisten dann ja wirklich komplett, ja, weiß ich auch nicht. Also, mir ist das auch schon aufgefallen. Wir haben hier einen AI-Fitness, heißt das, also All-Inclusive-Fitness. Das ist halt so eine Kette, vergleichbar mit FitX, auch von der Ausstattung etwa. Und wenn du da reingehst, in diesen Freihantelbereich und so, siehst du halt Leute, die sind, also viele sind auch halt voll zugestopft und so, aber viele Leute haben einen guten Oberkörper, so, aber niemand hat Beine. Niemand hat Beine. Also wirklich, so, dann gibt es halt so paar Bodybuilder, zum Beispiel Chris Kall und Emir Omeragic haben da auch früher mal trainiert. Und die haben natürlich brutale Beine, so, ne, ist klar. Und vielleicht auch noch ein paar Leute, mit denen trainiert haben, aber so diese Average-Leute, die da hingehen. Also, die haben vielleicht eine gute Brust, Schulter, Arme und so, aber das war es dann halt auch irgendwie so da. Weil, wenn du, also Nick hat das gerade schon dieses mit Dehnung und so angesprochen. Aber das Ding ist halt auch, dass wenn du kannst deine Brust, meiner Meinung nach, nicht so falsch trainieren, wie du deine Quads falsch trainieren kannst. Also, Ja, safe. so, du setzt dich halt eine Brustmaschine und drückst so und eigentlich macht halt jeder, also da gibt es natürlich immer noch voll viele Leute, die viel falsch machen, aber ich meine, wenn du bei einer Kniebeugenvariation nicht tief gehst, dann hast du eigentlich verkackt so für die Quads. Dann war, also dann ist die Übung hinfällig so. Ja, und bei der Brust sind halt auch meist, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man einem Anfänger sagt, ja, mach halt deine Schulter ein bisschen nach hinten, drück die Brust raus und dann drück halt einfach in einem leicht adduzierten Winkel so, dann spürt in der Regel fast jeder seine Brust. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das viele nicht spüren. Und wenn ich mir jetzt mal, also ich will nicht sagen, dass ich der perfekte Kniebeuger oder Beinpresser bin oder sonst was, aber wenn ich mir angucke, 100 Leute, die Kniebeugen machen in unserem Gym und 100 Leute, die Beinpresse machen, dann würde ich mir bei keinem denken, okay, so die Range ist jetzt gut und der Druck kommt jetzt wirklich aus den Quads, weil das gefällt mir jetzt wirklich gut so, weil das ist bei niemandem so, aber wenn ich halt Bankdrücken sehe, dann sehe ich halt bei fast jedem so, ja, okay, so passt halt, ne? So ein, zwei kleine Sachen, aber jetzt nichts Grundlegendes, ne? Ja, safe, hast du auf jeden Fall recht. Und ja, wie du schon gesagt hast, habe ich das Gefühl, dass irgendwie jeder auch
in jeder Übung nicht den ganzen Stretch mitnimmt, sondern sogar zu viel. Also zum Beispiel so beim Latziehen oder so, also ich sage jetzt mal bei einem Lat-Pulldown, so gibt es ja zu Recht diese Cues, dass man Anfängern das so beibringt, dass sie ihre Schulter wirklich neutral lassen, nur den Ellbogen wandern lassen. So bei uns, wir sind jetzt halt schon fortgeschritten in der Übung, wir können dann auch ein bisschen die Schulter mit nach vorne wandern lassen. Aber wenn du halt jetzt jemanden also ihn da hinsetzen lässt und sagst, mach diese Übung und du zeigst ihm ein Video, dann macht er in der Regel, also macht er wahrscheinlich viel Stretch und so, zieht vielleicht zu weit nach hinten und so. Aber niemand geht bei einer Kniebeuge zu tief so. Oder bei einer Beinpresse erst recht nicht. Obwohl, da gibt es auch immer so einen von 100, der es so übertreibt und komplett den Rücken einrunden lässt und dann so tief geht. Sowas gibt es auch mal, aber das ist komplett eine Ausnahme. Ja. Und ja, was du sagst mit dem Lat-Work, also ich und ich glaube, denke auch du, und da kann ich auch für mich und Maxi sprechen, wir spüren mittlerweile unseren Lat so gut, wir können da auch ruhig für ein bisschen mehr Stretch, ein bisschen Protraktion in der Schulter zulassen. Und man merkt dann, sobald es in diese Elevation geht, dass sich das Schulterblatt auch anhebt, geht der Stretch weg und das kann man kontrollieren. Aber ein Anfänger, sobald er das Schulterblatt nicht mehr stabil lässt und eine Protraktion im Schulterblatt, also das Schulterblatt mit nach vorne wandern lässt, zulässt, verlieren die so oft den Stretch im Lat und dann ist halt ein Satz, den du für den Lat machen willst, weil man den immer wieder verliert, halt einfach nicht effektiv so. Ja, ich habe auch heute mit Maxi was Interessantes geschrieben. Und zwar hat er auf meine Story geantwortet. Und zwar hatte ich den Iliac Lat Pulldown so, dass ich mich quasi seitlich zum Kabel hingesetzt habe und dann so von innen gezogen habe, wie wir das bei der Lukas Müller Pulldown, also bei der Hammerstrench Pulldown machen. Genau, Und diese dann hat. Maschine, die wir immer im Knien machen, falls jemand nicht weiß, was wir meinen. Genau. Und dann hat Maxi mir geschrieben, wie ich das finde. Und ich meinte so nice und so, bla bla. Und dann sagt er so, ja, ich habe das heute auch ausprobiert an der ISO-Row von Hammer. Und dann hat er mir gesagt, ich glaube, wir überdenken das immer, weil dadurch, dass dein, also für alle, die es nicht wissen, der Lat wickelt sich so um den Brustkorb. Und so. Dadurch, dass du halt deinen Ellbogen nach vorne und weiter in die Mitte ausstreckst, verlängert er sich, also zieht er sich halt so richtig darum. So. Und dadurch, dass du halt von innen ziehst, weit, meinte Maxi, kannst du ihn ja eigentlich nicht so krass verkürzen und deswegen ist es eigentlich egal, meinte er, ob man von innen zieht oder nicht. Und dann meinte ich so, nein, also du hast schon recht, dass man ihn wahrscheinlich so nicht so sehr verkürzen kann. Als würde man halt von vorne ziehen, aber du kannst ihn definitiv mehr dehnen, so, weil ich glaube, beides ist in einer Übung nicht möglich. Die maximale Kontraktion und die maximale Dehnung ist, glaube ich, in einer Übung nicht möglich. Aber wie wir gelernt haben, ist halt Reiz für Muskelwachstum in der Dehnung höher. Also macht man doch dann die Übung eher, dass sie halt length-biased ist, weil macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Genau, und da wir eh alle evidenzbasiert trainieren und da gehe ich jetzt auch mal ein Shoutout. Ich will den guten Herrn einmal erwähnen, da Ja, für wir Bra, ich weiß noch nicht, wie es ausgesprochen wird. das meiste uns auch von dem abgeguckt haben. Der gute Thomas Geidja, Ach so, ich oh, glaube, so ja, ich spricht dachte, du man ihn meinst was anderes. aus, der ist halt Sportwissenschaftler und macht halt auch sehr viele sehr informative Reels zu ja, Muskelwachstum und arbeitet da auch sehr viel mit Studien und kann das halt auch alles belegen. Und ich meine, man merkt es selber, wenn man jetzt so zieht im Lat oder von innen zieht, der Stretch ist einfach viel geiler und man merkt einfach förmlich, finde ich, wie mehr Reiz im Muskel entsteht, wenn man das so jetzt einfach mal ohne Wissenschaft so sagen kann. Es fühlt sich einfach viel stimulativer an. Und deswegen mache ich das auch so. Jetzt auch, wie Aaron gesagt hat, bei der Single Arm Lat Pull oder auch bei der Single Arm Cable Row, dass man sich so ein bisschen mit dem Oberkörper vom Kabel wegneigt, sodass man mehr von innen zieht und mehr Stretch hat. Also wir probieren das beide selber erst seit ja, ein, zwei Wochen aus, aber ich denke, das hat definitiv seine Daseinsberechtigung und da werden wir auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie sich das entwickelt. Aber bis jetzt finde ich es einfach mega geil. Und gerade am Kabel, wo man so frei ist, habe ich das Gefühl, dass man den Muskel auch schon ziemlich gut kontrahieren kann. Vielleicht jetzt nicht komplett in die Spitzenkontraktion, aber
Bei welcher Übung geht das schon komplett? Also, Es geht schon bei Übungen komplett, aber wenn du, aber ja. dann ist halt meistens die Dehnung nicht wirklich drin. Ja, es geht schon komplett, aber jetzt mal ehrlich, welche Chest Press oder so als Beispiel auch wirklich die Converging ist, verkürzt die, also die konvergierend ist, also die praktisch von außen nach innen drückt, für alle, die das Wort nicht kennen, so welche davon verkürzt die Brust wirklich komplett, Ja, safe ist ein weil gutes nur weil Argument, eine weil es halt auch Converging nicht Chest notwendig Press ist. ja bis hierhin konvergiert von außen, heißt es ja nicht, dass die Brust komplett verkürzt ist, sondern vielleicht bei dem einen oder anderen hier. So. Meiner Meinung nach auch, ich habe letztens was dazu gelesen, und zwar bei Ramon Limacher hat jemand gefragt, ist es eigentlich notwendig, Übungen zu wählen, wo der Muskel komplett verkürzt wird? Und seine Antwort habe ich ziemlich gefühlt. Und zwar hat er geantwortet, nein, nicht notwendig, aber in manchen Kontexten macht es Sinn, Übungen mit Betonung auf die verkürzte Position zu legen, wenn du zum Beispiel die Frequenz dieser Muskelgruppen relativ hoch haben möchtest, weil halt nicht so viel Muskelschaden entsteht. So, dann kannst du halt Side-Delts, wenn du sie immer nur in der gedehnten Position trainierst, vielleicht 2 bis maximal 3 Mal in der Woche trainieren. Und sage ich jetzt mal, wenn du die kontrahierte Position, also die verkürzte Position mehr in den Vordergrund stellst in den Übungen, kannst du vielleicht auch 4 Mal in der Woche machen. So. Genauso wie beim Bizeps. Kannst du auch 7 Mal machen, wenn du jeden Tag Ja. 2 Sätze Dumbbell Laterals machst, so Ja, go. genau. Und deswegen kannst du halt einfach so mehr Arbeitsvolumen, sage ich mal, ja, anhäufen. Nee, also mehr Arbeitsvolumen halt machen. Oder eine höhere Frequenz oder so. Außer Beinstrecker würde ich sagen, ja, das brauchst du halt, glaube ich, so. Aber ansonsten braucht man eigentlich keine Übung. Also es ist keine Übung notwendig, wo du den Muskel komplett kontrahierst. Es gibt auch Studien dazu. Ich habe da, also da gibt es mega, mega viele Studien dazu. Aber ich habe das einmal gesehen. Da gab es eine Studie, da wurde ein Scott Curl ausgeführt und 50% der Probanden haben nur die unteren 50% der Übung quasi gemacht und die anderen 50% haben nur die oberen 50% gemacht und das Muskelwachstum war deutlich mehr. Also ich glaube 60%, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also mit den Prozentzahlen nimmt das jetzt nicht auf die Goldwaage hier, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr. Ja, und vor allem nochmal zu der Frage, die bei Ramon da gestellt wurde. Viele Leute wollen einfach vor allem in diesem Bereich Fitness, Bodybuilding, was auch immer, immer eine pauschale Antwort, um es sich möglichst einfach zu machen. Aber es gibt grundsätzlich, wenn das eure Leidenschaft, euer Hobby ist, es gibt für nichts eine pauschale Antwort, für nichts so gefühlt. Und deswegen immer im Kontext betrachten. Und die meisten wollen dann immer so, ja, wenn ich nur eine Übung habe, welche soll ich dann machen? Gedehnte oder kontrahierte? Ja, aber kein Mensch der Welt hat nur eine Übung. Warum macht ihr euch darüber Gedanken? So klar, wenn ihr jetzt mal irgendwo auswärts seid und wirklich keine Zeit habt und nur eine Übung machen dürft, ja, dann macht halt eine für die Gedehnte. Aber zu Aber da ist dann 99,9% auch wieder so die ist das Sache, von mir halt nicht. dann denke ich mir doch so, dann mach doch die, in der du am besten performen kannst. Wie So. meinst du das jetzt? Ja, wenn Leute immer schreiben, zum Beispiel, ein Ramon sieht gut aus, hat eine geile Brust und so, wenn man den halt fragt, deine Top 3 oder was ist deine Lieblingsbrustübung oder was ist deiner Meinung nach die beste, dann sagt er dir halt irgendeine Brustpresse oder in Ramons Fall wäre das halt zum Beispiel Flachbankdrücken mit der Langhantel. Was bei ihm super funktioniert, aber bei vielen anderen Leuten funktioniert das halt einfach scheiße. So, dann denke ich mir halt so, warum fragt ihr jemanden, der komplett anders ist, der sich mit euch überhaupt nicht auseinandersetzt, der euch nur eine Antwort geben kann, mit der ihr eigentlich nicht viel anfangen könnt, weil im Endeffekt kann ich jetzt auch sagen, das ist die beste Brustpresse. Und dann setzt du dich an das, oder dann setzt derjenige, der das hört, an das Gerät, findet die komplett scheiße, würde mit einer anderen viel besser performen, weil sie vielleicht für seine Anatomie besser passt und ihm auch einfach mehr Spaß macht, dann macht doch die. So, dann macht ihr doch nicht Gedanken, was XY besser findet, so. Ja, es ist wirklich nur für die kompletten Anfänger sinnvoll, weil ich sag mal so, wenn du einen kompletten Ja, Anfänger einfach safe. sagst, mach halt eine Butterfly-Maschine, Kurzhantel, Schrägbankdrücken und Flachbankdrücken mit der Langhantel, so mach das halt erstmal, um irgendwo anzufangen.
und lerne erstmal deine Brust überhaupt anzusteuern, so. Aber wenn es dann ums Optimum geht, so Stimulus-to-Fatigue-Ratio beim Bankdrücken versus Brustpresse, dann, wenn man gedehnte, verkürzte Position trainieren will, bla bla bla, wenn es dann alles tiefer reingeht, dann machen dann solche Fragen keinen Sinn. Aber wirklich, wenn ein Anfänger, der nicht mal weiß, wie das ein Butterfly-Gerät ist oder was man damit trainiert, so, den kann man halt solche Übungen dann einfach erklären und sagen, okay, das ist für mich eine gute Übung, probier es mal aus. Aber für fortgeschrittene Leute, die halt auch ihren Muskel gut spüren, so, ihr müsst das selber herausfinden. Das kann euch kein anderer sagen. Genau, also es soll jetzt auch nicht heißen, dass irgendwie ein Coaching keinen Sinn macht, wenn ihr euch jemand anders einen Trainingsplan schreibt. Das ist ja klar. Ich finde nur, dass manche Leute das zu sehr überdenken. So, weil Lieblingsübung bei mir für, sage ich mal, den Bizeps. Zum Beispiel mag ich Seitheben mit Kurzhanteln lieber als am Kabel, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das Seitheben mit der Kurzhantel besser ist. So, weißt du, was ich meine? Dieses Lieblingsübung macht keinen Sinn zu fragen. Ja. Das meine ich einfach nur. Ja. Weil im Endeffekt. Lieblingsübung bedeutet halt Spaß. Und Spaß Genau. heißt gleich viel Wachstum oder ist so, keine Ahnung. Ja, eben. Das Mal ist irgendeine bescheuerte Übung, die dir Spaß macht, aber die wir nicht im Programming haben, weil die eigentlich total dumm ist. ich, ob ich irgendeine habe. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Übung komplett dumm ist, aber ich würde mal wieder gerne Langhantel-Schrägbank machen. Ja, obwohl die ist aber eine geile Übung. Ja, habe ich doch gesagt. Was eine richtig bescheuerte Übung ist, die wir nicht im Plan haben, weil sie so bescheuert ist, aber die eigentlich geil ist. Also Kurzhantel seitheben mit so einer 28er oder so, so richtig geschwungen. Da hätte ich Ja, Bock oder drauf. so mit so einer 30er Kurz, mit so zwei 30er Kurzhanteln, so stiff leg deadlifts oder so, so mit so richtig, so mit so 2 cm Pause unten, so Aber richtig das macht keinen runtergehen. Spaß. Hä? Das macht keinen Ja, aber Spaß. das zieht so richtig schön in der Sehne und du denkst, du löst voll Das Muskeln aus. ist jetzt auch mal ein Punkt an jeden da draußen, der Stiff Leg Deadlifts oder ADLs mit gefühlt 50 Kilo macht und auf Muskelgefühl geht, hört damit auf. Hört damit auf. So, es bringt euch nichts, in Verbundübungen so krank auf euer Muskelgefühl zu gehen. Und jeder von euch da Boah, draußen das muss ich auch trainiert, nochmal kurz wenn er ansprechen. das macht, unter seinen Kapazitäten. Bestimmt mache ich mich bei manchen Leuten unbeliebt, ne? Aber ich kann es nicht ab, wenn immer Leute sagen, boah, ich spüre das und das nicht. Boah, ich spüre das und das nicht. Und ich denke mir halt so, Digga, du machst die Übung hundertprozentig richtig. Was denkst du? Also ich mache mir im Training keine Gedanken darüber, ob ich jetzt beim ADL danach meinen Beuger spüre oder meinen Arsch oder gar nichts. So, ich habe doch gerade gehinscht, bis es nicht mehr ging. So, es wird doch irgendwas wachsen. So. Oder dieses, oh, ich hab das nicht gespürt. Oh, und dann denke ich mir halt immer so, du machst es doch hundertprozentig richtig. Mach dir doch nicht immer so viel Gedanken darum. Sondern mach doch einfach die Übung und wenn du dann nach mehreren Wochen merkst, macht dir einfach gar keinen Spaß, ja, dann kannst du sie austauschen. Aber davor denke ich mir halt immer so, du machst die Übung hundertprozentig richtig. So, das heißt, nur der Zielmuskel kann die Arbeit bewältigen. Das ist nicht dein Ja. Knochen, das ist nicht dein Gelenk, das ist nicht deine Sehne, das ist dein Muskel. Und selbst wenn du den vielleicht nicht so spürst, es ist doch scheißegal. Da muss man, finde ich, auch nochmal differenziert betrachten, Isolationsübungen und Verbundübungen. Also wirklich Leute, Grundübungen, Verbundübungen ja. sind dafür gemacht, eine Last mit korrekter Ausführung, wirklich perfekter Ausführung zu bewegen oder zu bewältigen. So. Und da ist Muskelgefühl absolut sekundär. So, bei einem ADL, ihr könnt da nicht erwarten, dass ihr irgendwas Muskelgefühl habt. Ihr hinscht halt mit perfekter Ausführung gut ist. So genauso wie bei einer Kniebeuge oder so. Und was dabei auch ein ganz wichtiger Punkt ist, zu verstehen, dass ich Übungen, die den Muskel komplett kontrahieren, wie zum Beispiel einen Beinstrecker oder einen Trizeps-Pushdown oder einen Bizeps-Curl am hohen Kabel oder so, die kontrahieren den Muskel komplett und diese Übungen fühlen sich auch mega geil an. Das heißt aber nicht, dass sie mehr Wachstum erzeugen. Zum Beispiel Übungen, also die dazu komplementär wären, ist dann zum Beispiel eine Kniebeuge anstatt einem Beinstrecker, die gedehnte Position trainieren, oder ein Überkopf-Trizepsstrecken, die gedehnte Position trainiert, anstatt einem vor dem Körper Trizepsstrecken. So, diese Übungen
fühlen sich nicht so gut an. Das heißt ja aber Ja, nicht, dass nur ist weil ja das auch klar. Muskelgewebe schlechter ist, Das wollte ich eben auch ansprechen. man weniger Wachstum erzeugt. Und du sagst, weil es ist klar, aber es ist für 99% der Leute nicht klar. Und damit lassen die einfach so viel Progress liegen, so. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt halt so meinen Arm anspanne, so dann ist der halt komplett verkürzt und es fühlt sich halt mega geil an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Last auf die Dehnung bringe, ist es halt einfach nicht das Gleiche so, ne? Gar Und nicht. Nee. genau, also ich meine, jeder wird ja am meisten in seinem Muskel spüren, wenn er ihn anspannt. Und wenn man den Muskel anspannt, so dann zieht er sich ja zusammen, also dann ist er ja quasi kontrahiert, also das ist dieser logische Grund dafür, sage ich jetzt mal, dass so, ne? Dass du halt deine Muskelzellen rekrutierst dazu, dass sie sich zusammenziehen. Das spürst du einfach mehr. So. Genau, also da einfach nicht so viel immer drüber nachdenken, genau wie gerade in Verbundesübungen. Also nach einem ADL spüre ich meinen unteren Rücken, ich spüre ein bisschen meinen Beuger, meinen Arsch, aber einen Tag später ist einfach alles komplett verkatert und das heißt ja. Genau. Und deswegen auch nochmal als kleine Überleitung zu der Frage von Ramon. Ja, es ist wichtig, weil ihr mit einer Übung nicht den Muskel komplett kontrahieren könnt und dehnen könnt, dass ihr zwei Übungen mindestens für jeden Muskel macht. Einer, der die gedehnte Position trainiert, eine Übung, die die verkürzte Position trainiert. Aber ihr könnt das nicht miteinander gleichsetzen, nur weil sich eins besser anfühlt, nur noch das zu machen oder nur noch das. Es ist gewichtig, im Gesamtkontext von einem Trainingsplan beides zu trainieren. Ihr braucht sowohl eine Kniebeugenvariante als auch eine Beinstrecker-Variante, genauso wie ihr ein ADL braucht, aber halt auch eine Beincurl-Variante. So als Aber, Bro, beispielsweise. bist du dir sicher, dass man zum Beispiel, die Schulter in der verkürzten Position trainieren müsste? Die zeitliche jetzt? Also der Also Unterschied. müsste. Es geht nur darum, ob man. Nee, Es macht nee. Sinn, die in der Ja. verkürzten Position zu trainieren, aber ich sage, man muss es nicht. Der Unterschied ist einfach, wir können das beste Beispiel eigentlich mal kurz bei den Quads und bei der seitlichen Schulter machen. So, bei der seitlichen Schulter, wenn du eine Übung auf die gedehnte Position machst, du kannst den Muskel hier unten komplett dehnen, gehst in die Kontraktion, so du kannst den Muskel kontrahieren, so komplett, ne? Meiner Meinung nach. Also relativ komplett. Die ganz volle Kontraktion bei der seitlichen Schulter ist, glaube ich, hier oben irgendwo wie bei einem Y-Raise, aber schon eigentlich fast komplett kontrahieren, so. Und bei einem Beinstrecker ist es halt einfach so, bei den Quads, es gibt halt vier Köpfe so und der Rectus Femoris, der auch einen sehr großen Anteil ausmacht, verläuft halt nicht nur übers Hüftgelenk, sondern auch übers Kniegelenk und du kannst den Muskel nur voll kontrahieren mit einer Beinstrecker-Variante. Deswegen brauchst du zwingend zwei Übungen, weil du es einfach sonst ihn gar nicht kontrahieren kannst, so komplett. Und das ist halt bei der seitlichen Schulter nicht ganz so, denke ich. Also nicht ganz so zu betrachten. Deswegen wirklich, wenn ihr jetzt irgendwie einen Upper-Lower-Plan, sage ich mal, habt und zweimal die Woche Oberkörpertraining, wenn in jedem Oberkörpertraining eine Seithebevariante drin habt, dann würde ich wahrscheinlich kein einziges Mal Kurzhantel nehmen, sondern immer eine Maschine oder am Kabel bevorzugen, um einfach mehr die gedehnte Position zu trainieren. Außer ihr habt eine scheiß Wobei Maschine. bei der Maschine natürlich klar sein sollte, dass wenn du das jetzt in dem Fall sagst, für alle Zuschauer, die es dann irgendwie nicht wissen, Nick meint das so, dass die Maschine halt nicht in der verkürzten Position schwer wird, weil bei Kurzhanteln wird halt die verkürzte Position extrem schwer. Und bei unserer Maschine jetzt zum Beispiel, das ist relativ ausgeglichen, oder? Ja, schon. Ja, und also wenn eure Maschine jetzt, wir haben auch noch eine stehende Seithebemaschine, die zum Beispiel halt einfach vom Widerstandsprofil genauso wie Seitheben mit der Kurzhantel ist. Das ist dann in dem Fall nicht so eine Maschine, wie Nick meint. Also Nick meint dann eine Maschine, wo das Widerstandsprofil nicht in der verkürzten Position schwerer wird. Das muss man vielleicht noch dazu. Zudem ich sagen muss, unsere Maschine ist nicht gleich wie Kurzhantelseitheben, sondern die ist einfach nur weird. Die ist einfach nur scheiße. Ja, die ist So. irgendwie ganz, ganz seltsam. Also es ist so eine stehende Seithebemaschine mit Plates. Ja. Und dazu kann man auch nochmal sagen, wenn wir jetzt wissen, dass in der gedehnten Position die meisten Muskelschäden entstehen, so wenn ihr vielleicht nicht so viele Maschinen habt oder so, ihr könnt auch gerne mit Holds oder so arbeiten, also dass ihr wirklich in der gedehnten Position mal eine Sekunde stoppt und dann zieht oder so, also dass ihr Kadenzen in eure Bewegung mit einbaut, um einfach zum Beispiel die Dehnung mehr zu betonen, das machen wir selber so und halten das beide, denke ich,
für sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr effektiv, um auch die Raps zu standardisieren. Wenn man halt weiß, okay, in jeder Rap halte ich in der Dehnung eine Sekunde und ziehe dann rein, dann ist ein Rap standardisiert. So, nicht, wenn ich dann ja nach Gefühl mal bei zwei Raps halte und dann wieder nicht und so. Also, das ist auch ein sehr gutes Tool, um diesen Stretch auch nochmal mehr zu betonen, wenn man nicht so die Möglichkeiten hat. Ja, Genau. und dafür an alle, die es nicht machen, filmt bitte eure Sätze, weil gerade sowas wie Pausen, da bescheißt man sich super, super schnell selber. Und deswegen sind da, also wenn ich jetzt momentan meine Videos sehe, halte ich eigentlich überall die Pausen nahezu perfekt. Und wenn ich dann irgendwie so alte Trainingsclips auf meinem Instagram sehe, so wo so steht, Pendulum 2 CT Pause. Das Einzige, was ich mache, ist runtergehen, dann hier einmal so ein bisschen bouncen, so einmal hier so und dann wieder hoch. Das ist halt keine 2 CT Pause. Und irgendwie habe ich die Videos gesehen und mich damals nicht irgendwie selbst reflektiert, aber jetzt sehe ich das halt und ich habe das bisher jetzt einfach perfektioniert, sage ich mal. Ein gutes Beispiel dafür ist auch, wenn man an einem einen Tag 10 Wiederholungen an der Leg Press macht und das Video eine Minute dauert und du am nächsten Tag denkst, boah, geil, ich habe 2 Reps mehr gemacht, aber das Video dauert auf einmal 1:40 für die 12 Reps, dann weißt du halt ja, okay, ich habe einfach nur längere Pausen zwischen den Reps gemacht, Ja. habe keinen Progress gemacht. So. Deswegen, gerade für Leute, die damit Füllen die Sätze. Probleme haben, also gerade Anfängern, rate ich das, bei Beinen ein Intra-Rest zu machen, weil man sonst einfach Bro, quasi ein erklär Slow-Man das ist. mal kurz. Erklär das mal kurz, weil du Ja, kannst wollte. keinen neuen Begriff benutzen und Ja, dann ich Anfänger. erkläre das natürlich, Nick, mein Bester. Und zwar, Intra-Rest bedeutet die Pause, die du in einem Satz machst. Und das machst du halt bei einer Beinpresse oder einer Kniebeugenvariation halt eher, weil du halt eine systemische Belastung hast, die sehr hoch ist, im Gegensatz zu einer Brustpresse. Niemand hält einfach so bei einer Brustpresse, obwohl vielleicht bei einer Smith-Press oder so, hält man mal oben kurz oder so. Aber jetzt nicht so, dass man dann wirklich 3, 4, 5 Mal richtig durchatmet. Und wenn du eine Kniebeuge bei einem normalen Menschen im Gym anguckst, dann macht der 3 Wiederholungen, dann atmet der 4 Mal durch, dann macht er wieder eine und dann nochmal bla bla. Ist halt gefühlt ein Widowmaker. So. Deswegen würde ich jedem Anfänger empfehlen, macht in eurem Satz eine Intra-Rest-Pause. Ihr macht so, ist, sag ich mal, null, naja, null wäre Quatsch. So, dass ihr nicht, wenn ihr runtergeht, nicht nochmal hochkommt. Oder 1 bis 2 Reps in Reserve, sage ich mal. Dann, wenn ihr euch danach fühlt, als bräuchtet ihr jetzt diese Intra-Rest-Pause, nehmt ihr 3 mal bis 5 mal, also atmet ihr ein und aus, und dann geht ihr wieder rein. Und dann macht ihr All Out. Dann nicht immer dieses Rausatmen. Und zum Beispiel Nick macht es mittlerweile so, dass der halt nicht mehr nur mit einem Intra-Rest arbeitet bei den meisten Beinübungen. Aber Nick ist halt auch einfach mittlerweile, hat er diesen Skill, das trotzdem nicht zu übertreiben und trotzdem im Endeffekt Muskelversagen zu erzielen und sich nicht selber zu bescheißen. Ne, würde ich Ja, sagen. weil es halt auch ganz oft so ist, dass mit der einen Intra-Rest-Pause ist an sich eine gute Sache, aber gerade ich hatte auch in der Vergangenheit ziemlich viel High-Rap, ist halt auch, wenn man immer continuous Raps ballert, 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 dann eine Pause macht und wieder ballert, die Atmung halt auch schon manchmal limitierend. Deswegen, ja, ist halt wie eigentlich in allen Sachen ja, eine Kontextsache, deswegen. Ja, eine Kontextsache safe, aber ich meine, es ist für den Anfänger trotzdem einfacher mit einem Intra-Rest, also mit standardisierten Intra-Rest-Pausen zu arbeiten. Ne? Also es können ja auch 3 Intra-Rest-Pausen sein im Endeffekt. Sie müssen halt nur standardisiert sein. Darum geht es ja, weil wenn ich 5 Reps mache, 3 Mal atme und dann noch 2 mache, dann könnte ich ja auch 4 Reps machen, 3 Mal atmen, 2 Reps machen, 3 Mal atmen, 2 Reps machen, 3 Mal atmen, 1 Rep machen so. Aber das ist ja dann halt, das ist ja nicht vergleichbar miteinander. So die Nee, Wiederholungen definitiv. sind dann ja nicht mehr miteinander vergleichbar. Und man führt ja, sage ich jetzt mal, sein Logbuch, um Woche X mit Woche Y zu vergleichen. Und deswegen, ja, einfach dann nicht so sinnvoll. Genau. Ist jetzt auch, denke ich, sehr, sehr viel Trainingstalk gewesen. Ich würde sagen, wir beenden das mal, weil es uns einfach zu viel wird. Falls der eine oder andere nochmal zu einem Thema eine Frage hat, dann schreibt uns auf jeden Fall nochmal, dann können wir das auch nochmal genauer erklären. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ganz so viel durcheinander geredet oder Fachwörter oder was heißt Fachwörter, aber Begriffe benutzt, die vielleicht nicht jeder kennt. Aber ich denke eigentlich, dass wir das Ganze
ganz gut erklärt haben, was wir meinen. Wir sind natürlich auch mal wieder vom Feinsten abgeschweift, Ich keine frage mich Ahnung. das jedes Mal, Bro. Keine Ahnung, Alter. Aber ist auch völlig egal. Dafür ist der Bro-Chat-Podcast da heute. Ja. Und Vor allen ja, Dingen, du erzähl musst mal, halt was auch machen wir denn? wissen, also an alle, die jetzt vielleicht Nick und mich privat nicht so krass viel verfolgen, aber den Podcast hören. Nick und ich, wir sind Trainingspartner seit 1,5 Jahren, haben mittlerweile teilweise unterschiedliche Trainingseinheiten, aber grundsätzlich immer noch, würde ich sagen, Trainingspartner. Wir Ja, machen eh, 100%. privat viel so, deswegen bei uns, das ist hier wie ein privates Gespräch, so würden wir halt ganz normal reden. Deswegen, Ja. es artet sowieso immer aus, ne, ist klar. Ja, genau. Ich würde Du kannst sagen, doch mal kurz erzählen, Melina, jetzt kommt dein Part, würde ich sagen. genau, Nick. Wollen wir Insta pluggen? Also da müsste ich auf dich verweisen. Ja. Sehr gerne. Auf Insta, Melina. Die postet auch mittlerweile definitiv mehr vom Training, deswegen checkt sie auf jeden Fall auch mal ab. Also Shoutout melina.wtp. Von der werden wir uns jetzt das ein oder andere angucken, weil sie uns auf den letzten Podcast geantwortet hat, wo wir das angefragt haben und einfach mal alles durchgeschickt hat, Training, Physik und Trainingsplan, genau. Genau, ich habe auch noch von dem lieben Julian Reifetzhammer 2 Videos. Da werden wir auch noch mal kurz Die auch reingucken. zugeschickt? Bitte? Hat er dir die auch auf den Podcast zugeschickt? Ja, schon vor 3, 4 Wochen oder so, aber wir haben danach, also nachdem wir diesen einen Talk über den Trainingsplan von Paul und so hatten, nicht mehr das Okay. angesprochen. Deswegen starten wir hier rein. Da gucken wir aber nur kurz rein, weil beide Sätze gehen irgendwie insgesamt 3 Minuten oder so. Deswegen gucken wir da uns auch noch ein paar Reps an, würde ich sagen, weil sonst wird es einfach zu lang, oder? Ja. Wollen wir vielleicht dann mit Julian einfach mal anfangen, wenn das eh nicht so lange dauert? Safe. Dann haben wir zum Abschluss Melina. Siehst du Ja. hier alles? Ja, ich sehe alles. Okay. Oh, da ist noch der gute Paul unten. Ja, das ist der gute Dropbox-Ordner hier. Genau. Und zwar im Gym, alle Gyms, oh. Im guten Dust Gym an der Pivot-Presse von Nautilus. Leider hat er mir nicht so viel dazu geschrieben. Ich schätze mal, er will die aber eher Quad ausführen. Ich mache mal den Ton hier Du aus. kannst ja mal die ersten Reps zeigen und dann mal so die letzten, dass man auch Intensity und so bewerten kann. Yes. So, auf jeden Fall ein High-Rep-Satz, gehe ich von aus. Gehe ich mal hier zum Ende. Ah, ich gehe noch ein bisschen vor. Yes. Ist auf jeden Fall stark am Grinden. Geht gut ab. Die ging noch alleine, definitiv. Ja. Ich würde auch sagen, das war wahrscheinlich die letzte Wiederholung. Würdest du auch sagen? So, die letzte. Vielleicht wäre noch einer assisted gegangen. Ich glaube, der hat jetzt nicht mitgeholfen. Aber was ich sagen muss, wenn ich mir hier mal so den untersten Punkt angucke, würde ich sagen, dass da noch mehr geht von der Range, Range. wenn er sich Ja. vielleicht ein bisschen weiter nach unten stellen würde. Ich weiß nicht, ob Julian, falls du das hier hörst, ist jetzt ja auch schon ein paar Episoden her, dass du das geschickt hast, deswegen sorry. Wenn du das hörst und du eventuell Kniebeugenschuhe hast, die sind an der Beinpresse meiner Meinung nach echt ein Gamechanger. Die Nautiluspresse hat hier unten ja auch, sieht man ja, ja gut, dass das jetzt hier kommt, aber da hat die ja auch so ein kleines Brett, was ja, glaube ich, dafür extra ist, dass man halt die Fersen erhöht hat. Es bringt einfach einen kleinen Knievorschub nochmal. Und ich würde sagen, dass wenn du, ja, meinst du, da bringt es, dass man sich auf eine Plate setzt? Also ich denke mal, es macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich würde nur noch mal sagen, stell die Füße auf jeden Fall weiter nach unten. Ja. So die Hacke kann auch ein bisschen vom Brett runter sein. Ich würde es nicht übertreiben, weil sonst die Wade einfach mega zicken wird bei den letzten Reps. Und ich finde, was mir da noch auffällt, ist, ich finde, die ersten Reps sind ein bisschen gerusht und du könntest
vielleicht auch im Umkehrpunkt noch ein bisschen mehr Kontrolle haben, um nicht so rauszubouncen. Also das machen generell sehr viele Leute bei Kniebeugen oder bei Beinpressen-Variationen, dass der unterste Ja. Umkehrpunkt nicht so gut kontrolliert wird. Ja, und auch da Obwohl, ja, vorne. wenn ich die Rap jetzt sehe, ist schon nicht so, also ist Ja, aber jetzt das war ja nicht. auch nicht die erste, das waren ja nicht die ersten. Ja, geht schon, Umkehrpunkt geht Ah, schon, es aber geht, es geht, zum es geht. Beispiel streckt er halt auch nicht ganz durch. Ich glaube, dass es vielleicht sogar mehr Sinn machen würde, ganz durchzustrecken. Dadurch, ja, aber ist wahrscheinlich Aber egal. ich könnte mir vorstellen, dass, also er ist ja bei Chris und ich könnte mir vorstellen, er hat ihm einfach irgendwie 12 bis 20er Satz mit High Rep und Continuous ohne Durchstrecken geprogrammt, macht den Ja, wahrscheinlich definitiv auch schon. Sinn. So, deswegen können wir da eigentlich gar nicht so viel sagen zu dem Set. So, Failure has been achieved und Safe, war gut. Ausführung vielleicht ein bisschen mehr rum, aber ansonsten geht das auf jeden Fall auch fit und Genau, jetzt funktioniert. haben wir hier auch nochmal einen High Rep, der ist auch relativ lang. Ah, der schöne Cybex, ne? Ja. Da ist der Umkehrpunkt super. So, Ja, safe. Terminal Rap. Genau. Also ich meine, der war gut, ne? Ja, der ist gut, der Umkehrpunkt. Safe. Nur, ich muss sagen, also ich bin hier, ich kritisiere alles, was ich zu kritisieren habe, weil dafür schickt er uns das ja im Endeffekt. So, Satz war richtig gut, nur, guck mal, beim, wo er hier runter geht, hat er noch so dieses Ausatmen und atmet dann ganz unten erst wieder ein. Das heißt, in der schwersten Position befasst er sich halt erst mit dem Einatmen. Und ich glaube, dass das zu Problemen führt. Schau es dir mal an. Ja, und mir fehlt Das ist dieses richtig wirkliche so. kranke Vielleicht mal Luftholen. bei den letzten Reps oben und dann gehst du Ja. runter und hoch. So. Weil man muss sagen, es ist ja eigentlich wie ein Kolben. Das haben wir letztens beim ADL auch schon gesagt. Es ist wie ein Kolben, der auf und ab arbeitet und oben Luft oder sage ich mal im ersten Drittel Luft und dann ist nicht, hat das nichts mehr mit Luft zu tun, sondern dann hast du schon mega viel Luft und mega viel Druck im Bauch und Rumpfbereich, dass du in die Rap performen kannst. Und da muss man auch ganz klar sagen, es ist dann vielleicht, die Rap ist dann vorbei, man kommt nicht mehr hoch, aber es ist dann vielleicht manchmal auch kein muskuläres Versagen, sondern man hat einfach falsch geatmet und hat deswegen einfach keine Stabilität mehr und packt Genau. die Rap nicht. Und dann hat man halt wieder kein Muskelversagen. So, man hat Genau. Failure, aber nicht durch den Muskel. So. Ja, also ist jetzt vielleicht gar nicht auf Julian bezogen, sondern allgemein. Nee, das war jetzt gerade generell, das war jetzt nicht unbedingt auf ihn bezogen. Ich finde, seine Atmung ist ja jetzt auch nicht komplett schlecht, aber Nein, es nein, ist halt aber ich ein bisschen neige selber, unkontrolliert. oh. Ich neige selber auch dazu, dass manchmal am Ende, dass die Atmung dann nicht 100% ist. Und Soll ich was meinst du, dass Fotos das anfangen oder mit den Cybex-Hack, Videos? was, lass mich kurz noch einmal zu der Hack was sagen und was man da auch sagen muss, was Aaron schon bei der Leg Press gesagt hat, vielleicht auch mit Kniebeugenschuhen arbeiten, dass du noch ein bisschen mehr Range hinbekommst. Aber ja, das ist halt auch, ich glaube, du trainierst auch noch nicht so lange. Es ist auch eine Frage der Zeit, bis man so mobil wird und so eine Range überhaupt erlangen kann. So, es kann halt nicht jeder direkt komplett tief Kniebeugen oder komplett tief Beinpressen machen. Das ist leider nicht möglich, aber das wird mit der Zeit eh immer besser werden. Vor allem, wenn man, was du, denke ich mal, bei Chris auch safe machen wirst, hin und wieder mal ein bisschen Mobility machst. Genau. Deswegen an alle, checkt mal Julian.Reifezammer oder Unterstrich, ich weiß gerade nicht genau, Instagram ab. Er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Transformation hingelegt und häuft da auch immer mehr Trainingsstuff auf seinem Account an. Ist auf jeden Fall sehr nice. Ich verfolge das gerne. Nick, wollt ihr euch anfangen bei Melina? Ich würde sagen, ich weiß nicht, ist cooler, ihre Form am Anfang oder am Ende zu zeigen? Ich würde sogar fast schon sagen, am Anfang, damit man sich ein bisschen mehr unter Ja, dem Ganzen dann kann vorstellt. man ja mehr auf den Plan eingehen danach. Ja. Wo haben wir Ich das? sage Ich habe dir, hier zwei Videos von dir. zwei Videos sogar von ihrer Physik. Nee, ich habe zwei Videos von dir. Nee, das ist nur das Pull-Training. War das Physikvideo in dem anderen Video drin? Ja. Ah, hier. Ja, am Ende, genau. Man muss dazu vorher sagen, Melina will nicht auf die Bühne, oder? Nee, glaube nicht. Und man muss dazu sagen, sie ist 18 und trainiert, glaube ich, ein Jahr. Also, ja. Ja, erstmal das.
Ich, also wer sie jetzt bühnenambitioniert, könnte dazu nicht viel sagen, weil ich mich mit Frauenbodybuilding bzw. für Bikini und so nicht auseinandersetze. Ja, wir schauen uns das alles mal an und dann kann ja mal nichts seinen Senf dazu geben. Ja, das Frauenvideo kommt jetzt hier sofort. Ich bin ein Media-Genie, genau, ja. Okay, wir gucken uns jetzt mal gerade die Form an. Sie postet ja einmal komplett durch. Sie sagt zwar, sie postet komplett schrecklich, aber ich finde, man kann trotzdem ziemlich viel sehen. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Du kannst ja mal jetzt pausieren. Ja. Genau. Also, was mir auf jeden Fall auf Anhieb sehr, sehr gut gefällt, ist einfach der Körperfettanteil. Also echt gut lean dafür, dass sie, glaube ich, im Aufbau ist. Ja, Beine, vor allem Glutes halt deutlich stärker als der Oberkörper, muss man dazu sagen. Obwohl der Oberkörper für eine Frau auch schon echt strong ist, Wollte gerade gerade so der sagen, Rücken. der Rücken und Gerade der so. Rücken. Ja. Würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt sagen. Also ich finde Rückseite schon ist schon stark, Ja, Oberkörper. aus der, also ich muss dazu sagen, ich kenne Melina auch persönlich und in echt ist das nochmal ein bisschen, also da sind die Beine schon echt sehr dominant. Aber ich denke mal, dass die meisten Frauen das sowieso anstreben, deswegen. Ja, also safe, sie strebt das, aber das ist dazu nochmal zu sagen. Ja, safe. Ja, ich weiß nicht, hast du dazu? Ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass es mega ist, dafür, dass sie 18 ist, ein Jahr trainiert. Also ich glaube, so sehen die wenigsten Frauen, Schrägstrich Mädchen, vor allem mit 18 aus. So. Ich denke, da wird auch noch sehr viel gehen, wenn sie genauso weiter dran bleibt, weil ich weiß auch, dass sie die Boxes tickt, dass sie sich gut ernährt und 4, 5, 6 Mal die Woche ins Gym geht. So. Das sieht schon gut aus. Also ich denke, sie ist da auf einem sehr guten Weg. Oder hast du da noch was zu sagen? Safe. Also sehr trainiert und ambitioniert. Man sieht es auch. Und wenn sie am Ball bleibt. Also Auch eine sehr coole Genetik hat sie, denke ich. So von der Fettverteilung und so. Sie ist zwar nicht so fett, aber viele würden mit dem Fett halt dann nicht so. Also sie ist irgendwie trotzdem noch so rund, kann man das so sagen? Also du sie sieht jetzt meinst nicht gut aus. mit dem wenigen KFA, ich denke nicht, dass es an dem Fett liegt, sondern eher daran, dass ihre Muskeln eher etwas plastischer sind. Das meinst du, glaube ich. Ja, schon, kann man so sagen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich denke, viele mit ihrer Größe und ihrem Gewicht und vielleicht sogar der gleichen Muskelmasse würden eher dünn aussehen, aber bei ihr finde ich, also finde ich das jetzt nicht so. Also sie sieht schon nach Kraftsport aus, sage ich mal, ne? Auf jeden Fall. Du hast mir die Sachen hier durchgeschickt. Soll ich euch erstmal die Fotos angucken? Das ist ja der Genau, die Trainingsplan, oder? Fotos und dieses eine Video ist der Trainingsplan. Genau. Genau. Also, Fotos und das eine Video ist der Trainingsplan. Ja, weil da hat sie das so durchgeswiped. Also man kann zu ihrem Trainingsplan sagen, sie hat zwei verschiedene Leg Days. Einen Leg Day mit Quadfokus, einen Leg Day mit Glute und Hamfokus, also einmal Vorderseite, einmal Rückseite fokussiert und ein Push und ein Pull Day. Also 4 Tage, ich denke mal, sie geht 4-mal die Woche oder keine Ahnung, vielleicht macht sie das auch nicht wochentagsabhängig, sondern geht einfach, wann sie sich ready fühlt. Auf jeden Fall hat sie 4 verschiedene Trainingstage. Und bevor wir reinstarten, sie hat mir dazu auch nochmal geschrieben, dass sie weiß, dass Geräte oder am Kabel oder so vielleicht vom Systemischen auch besser wären im Verhältnis zum Muskelwachstum oder dass manche Sachen auch anders besser wären. Aber sie hat auch gesagt, dass es ihr einfach so, wie sie das macht, sie hat sehr, sehr viele freie Übungen, einfach mega viel Spaß macht und sie der Bock drauf hat und sie auch kein Bodybuilding macht, sondern einfach nur Spaß am Okay, Training. dann würde ich ja sagen, dass wir den Trainingsplan uns gar nicht richtig angucken müssen, weil wir würden dann halt sagen, wie es vielleicht Stimulus-to-Fatigue-Ratio vielleicht eventuell mehr Sinn macht teilweise. Aber im Du Endeffekt kannst würde ja einmal ich ganz kurz reinklicken, sagen, aber viel kann man dazu jetzt nicht sagen, so. wenn ihr das Spaß macht, genau. Wir haben hier einmal den Leg Day, ich glaube, das ist Glute fokussiert, richtig, Ja, genau. genau. Seated Leg Press. Hip Thrust Barbell, Romanian Deadlift Barbell, auch beides 4 Sätze, finde ich, ist mit einer hohen Intensität auf jeden Fall relativ schwierig, weil es halt beides extrem ermüdende, freie Übungen sind, in einem Training ganz schön schwierig unterzubringen, gerade mit so 4 Sätzen. Jetzt aus reiner Bodybuilding-Sicht, ich könnte es nicht so mit meiner Intensity wahrscheinlich, muss ich sagen, ich denke mal, du auch nicht, ist Nee. schon hart.
Schon hart. So, ne? Ja. Dreimal den Lying Leg Curl. Und dreimal Back Extension. Was ich jetzt hier strukturell, wenn ich diese Übung hätte, vielleicht noch anders machen würde, ist, dass ich den Lying Leg Curl ein bisschen weiter vorne platzieren würde, weil am besten vor dem Deadlift und wahrscheinlich auch vor der Hip Thrust, weil du so Und vor besser der eine, Weltklasse. ja, wahrscheinlich als best, ja, am besten als erste Übung, weil du so einfach A, dein Kniegelenk aufwärmst für die Beinpresse und alle anderen folgenden Übungen und du den Hamstring komplett verkürzt in der Übung im liegenden Leg Curl. Und das ist natürlich am besten, wenn du davor ihn nicht schon in anderen Übungen komplett zerstört hast, sage ich mal. So, das macht einfach Du mehr Sinn. kannst es, du kannst ihn einfacher verkürzen, so du kommst auf Genau, jeden genau, genau. Das Fall. ist es. Hat nur Vorteile. Ja, genau. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen, Chef? Nee, ich weiß jetzt nicht, am Ende, letzte Übung noch eine Back Extension, wenn man schon ein schweres Kreuzheben, Ah vier ja, Sätze gemacht gut. hat. Keine Ahnung. Wüsste ich, Das also würde ich ist jetzt halt nicht kein Muss, machen, so, ne? Ist halt schon echt viel aber. Blut drin und echt viel unterer Rücken und so. Das ist schon. Aber wenn wir jetzt aus Bodybuilding oder aus perfekten Muskelaufbausicht gehen, würde ich es halt nicht so machen. Aber da sie sagt, dass es ihr unnormal viel Bock macht, go for it, safe. Vielleicht mach deine Sätze ein bisschen runter, dass du nicht so abgeschossen bist und mehr qualitative Sätze hast, anstatt quantitativ so viele Sätze zu haben, weil es kann kein Mensch der Welt vier Sätze Leg Press, vier Sätze Hip Thrust, vier Sätze Deadlifts komplett ins perfekte Versagen mit perfekter Ausführung machen, so 12 Sätze. Das kann keiner. Das kann vielleicht Roman Fritz, aber sonst. Den wir übrigens Mittwoch im Ja. Podcast haben, kommt nächste Woche Sonntag online. Das wird ein Das Set. wird dick. Das wird Das wird ein dick. Set. Also Leute, ich denke mal, diese Folge wird jetzt ja übermorgen schon Sonntag online kommen. Leute, stellt uns Fragen an Roman. Wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, mit ihm mal in Real Life über einen Podcast zu sprechen. Also stellt Fragen, worüber wir mit ihm quatschen sollen. Gerne Input dazu über Insta. Genau. Jetzt der quadfokussierte Leg Bein. Day. Tag, genau. Hier würde ich das gleiche machen. Wir können ja nicht mal vor, was wir da drin haben. Viermal den Squat mit der Barbel, zweimal Bulgarian Split Squat, viermal Hip Thrust Barbel, viermal Leg Extension und zweimal Hip Adduktor. Und da würde ich schon mal grundsätzlich sagen, dass man den. Also erstmal verstehe ich dabei nicht ganz, das machen viele Leute so, dass sie zum Beispiel, ich verstehe diese Verteilung nicht ganz. Viermal Squats, viermal Hip Thrust, aber nur zweimal Adduktor. So. Ich finde, das ist im Verhältnis zu den Squats relativ wenig dann. So, und ich würde auf jeden Fall auch den Adduktor eventuell am Anfang des Trainings platzieren, genauso wie die Leg Extension wahrscheinlich vorne im Barbell Squat. Ja, einfach Kniegelenk Obwohl vorne sparen. Barbell Squat. Ja, nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde aber an sich da halt noch eine Leg Curl Variante, also für mich muss jedes Beintraining eigentlich eine Leg Curl Variante drin haben und eigentlich auch immer am Anfang perfekte Kniegelenk auf, also perfekte Kniegelenk aufwärmen. Aber auch durch den Adduktor vor dem Squat hättest du halt einfach schon mal ein bisschen Blut in den Beinen. Das ist, glaube ich, hilfreich. Ja, und auch für den Kopf finde ich direkt erste Übung Adduktor ist schon, Squat ist schon was anderes, als wenn du noch ein, zwei Priming-Übungen, sage ich mal, davor hast und ein bisschen reinkommst und dann halt in den Squat gehst. Und ich muss dazu sagen, ich weiß es ja auch in echt, dass du, oder wir haben ja eben über die Physik schon gesagt, dass meiner Meinung nach so auch im Beinverhältnis die Glutes schon deutlich stärker sind als die Hams und Quads. Und das sieht man ja auch, dass du zum Beispiel in beiden Beintrainings jetzt Hip Thrusts 4 Sätze machst. Also da würde ich deutlich mehr deine regenerativen Kapazitäten vielleicht auf die Hams oder Quads setzen, dass du einfach nicht so viel für die Glutes machst, Ja, also weil ist das dann einfach wirklich besser so. aussieht, wenn das Bein ausgeglichener ist, sozusagen, Ja, oder ja. noch ausgeglichener ist. Genau. Ansonsten, ja, ist halt wieder schwierig, einen Squat und einen Hip Thrust mit der Barbell in einem Training unterzubringen, obwohl es wahrscheinlich schon einfacher ist als Hip Thrust und Kreuzheben.
Und man muss dazu sagen, das ist jetzt ja auch ein Tag, wo die Quads auch im Vordergrund stehen. Und außer die Leg Extension ist jetzt keine Übung davon wirklich Quads. So Ja, ein außer die Squat ist halt. Split Squats sind wahrscheinlich auch eher Glut, wenn die so ausgeführt werden, wie du. Ja, vor allem, weil halt auch im Split Squat ist halt auch die einzige Übung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine die einzige Übung, wo man den Glut komplett dehnen kann. Ich glaube schon, wenn man ganz tief geht, durch dieses Einbeinige. Habe ich manchmal bei Lift Run Bang gesehen, aber wenn es nicht so Lift ist, Run keine Bang, Ahnung. Lift Run Bang 1 auf Instagram abchecken, Digga, der ist so geil. Ja, auf jeden Fall ist halt, ja. Ist Aber halt ich weiß halt auch, ein Ding, genauso wie die erste. dass du in einem Gym trainierst, wo du auch jetzt keine Hack Squat oder eine Pendelnummer so zur Verfügung hast. Deswegen, keine Ahnung, was man zu dem Tag sagen kann. Versuch vielleicht mal die Squats oder Multipresse, so kriegst du einen spitzeren Kniewinkel hin, kannst mehr Quads trainieren. Dann, keine Ahnung, schmeiß vielleicht mal die Bulgarian Split Squats für den Glute. Oder nee, schmeiß die nicht raus. Mach die, aber schmeiß die Hip Thrust in dem Training raus und mach dafür noch irgendwie eine Single Leg Leg Press mit viel Knieflexion, um einfach nochmal mehr in die Quads zu stecken, so an dem Genau, Tag also wenn du beispielsweise. wirklich das einen Quad-fokussierten Beintag nennen willst, wenn du Ja. sagst, ey, Quads sind mir vollkommen egal und ich möchte sowieso nur einen dicken Arsch im Endeffekt, so, dann mach das weiterhin, aber das würde ich jetzt halt auch einfach keinen Quad-fokussierten Beintag nennen. Zum ersten Beintag würde ich nochmal sagen, Adduktor kannst du ruhig in beide Tage einfließen lassen, es wird dein Training wenig behindern und ich glaube auch als Frau wird man nicht zu riesige Adduktoren schnell bekommen, dass es eklig ist. Und Waden kannst du auch machen. Ja, vielleicht hat sie Waden autoregulativ drin und jetzt gar nicht da im Plan oder so. Schätze ich mal. So wie ich. Stimmt. Ja, nur du machst sie nie, ne? Ja, ich habe auch gerade bescheuert geguckt, aber du hast es nicht gesehen. Naja, den Push Day haben wir hier noch. Viermal Bench Press Barbell, sechsmal Chest Fly. Und das meine ich wieder so. Aber Ich weiß. sechsmal hat sie sich ja nicht vielleicht vertippt, Digga. Sechsmal Chestfly. Nein, ich kenne das von mir selber, von meinen bescheuerten Plänen. Also, Milena soll nicht sein, dass sein, oder Melina, glaube ich, nein, Entschuldigung, soll jetzt nicht heißen, dass dein Plan scheiße ist. Ich meine, mein Plan war früher scheiße und ich habe da einfach so, teilweise wusste ich nicht, habe ich in einer Übung drei Sätze, in einer sechs. Ich weiß gar nicht warum, also es hatte gar keinen richtigen Grund, einfach irgendwie, weil ich das dann so festgelegt habe. Bescheuert. Naja, viermal Barbell. Bench Press, sechsmal Chest Fly, viermal Push-Up, viermal Shoulder Press, Plate Loaded, dreimal Lateral Raise Dumbbell, dreimal Lateral Raise Cable, Front Raise Cable. Dazu würde ich sagen, dass du in keiner, ja doch, ah nee. Ich würde zum Beispiel die Lateral Raises mit der Dumbbell als Erstübung machen. Dann hast du schon mal dein Schultergelenk ein bisschen aufgewärmt, weil Bench Press, Barbell, also Flachbank drücken mit der Langhantel kann schon sehr aufs Schultergelenk gehen. So, dann hast du einfach dich schon mal ein bisschen aufgewärmt. Ansonsten, wenn dir das so Spaß macht, würde ich es so lassen. Außer würde ich wahrscheinlich eventuell die letzte, also wie gesagt, die Lateral, die Seitheben mit der Kurzhantel vor die Barbell Bench Press. Und Front Raises eventuell durch eine Übung austauschen, die die hintere Schulter trainiert, weil du brauchst nicht so viel für die vordere Schulter. Ansonsten kann man das eigentlich so lassen, außer die Sätze, da ist es ein bisschen weird. Und ich würde vielleicht den Push-Up noch vor die Chest-Flies machen. Genau. Und ich finde, ein Push-Up ist gefühlt das gleiche wie Bench Press. Und das Ding ist halt auch bei der Brust so: die Brust hat halt obere Faser, mittlere Faser und untere Faser. Ja, Und stimmt. eigentlich Ja. jede deiner drei Brustübungen trainiert die mittleren Fasern. Da würde ich halt darauf achten, dass du vielleicht eine Übung nimmst, die die unteren Fasern trainiert, wie zum Beispiel Kabelfliegende von oben nach unten. Dann machst du eine Übung für die mittleren Fasern, wie zum Beispiel Bench Press. Und dann könntest du alternativ noch Schrägbank drücken mit der Kurzhantel machen, um auch noch die obere Brust zu trainieren. Dass du halt wirklich für jede Faserrichtung eine Übung hast. Also drei Übungen brauchst du so. Ich denke, das wird für die Brust auch noch gut kommen. Und den Schulterpart, ja, drücken für die vordere Schulter geht fit. Ich sehe gerade, du machst das an der Maschine. Ich weiß nicht, wenn du immer noch in dem Gym trainierst, wo wir uns gesehen haben, da würde ich die Maschine nicht machen, weil die echt mega aufs Ellenbogen und Schultergelenk geht. Also mach's da vielleicht lieber an der Multipresse, aber ansonsten sieht das stabil aus. Paul. Der Pull Day, der ist jetzt ein Video. Hier? Das hat sie mit. Nee, das ist ein extra Video gewesen. Ja, Ah. genau. Das hat sie mir so geschickt. Oh Gott. Also, Klimmzug. Klimmzug.
Vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel. Kurzhantelrudern auf der Schrägbank. Gerader Lat-Pulldown. Also sie meint, glaube ich, ein Iliac Reverse Fliegendarmkabel. Ja. Lat-Pulldown. Was mir da direkt auffällt, ist, die Push-Session ist relativ lang mit 8 Übungen oder so. Die Leg-Sessions sind mit den 4 Sätzen und diesen ganzen Verbundübungen relativ lang und sehr viel Kräfteraum. Und im Pull-Day hast du jetzt halt nur 5 Übungen, wo halt keine, vielleicht der, ja, vielleicht die ist Langhantelrudern, aber wo halt keine jetzt dich so krank ermüden wird. So, da kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen Workload, denke ich, in den Pull-Day stecken. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das haben wir eben gar nicht Und gesagt. Hat sie gar keine Übung für die Arme drin? nee, ich glaube, sie hat mir das mal gesagt, dass sie gar keine Arme trainiert, weil sie nicht will, dass die so, ich weiß nicht, Deine Arme werden nicht schnell dick, na, sage aber ich. ich glaube, sie hat das nicht gesagt. Ich glaube, sie hat das nicht gesagt. Ich weiß nicht, ich will das Ja. nicht, keine Okay. Ahnung. Wir berücksichtigen das jetzt einfach nicht. Falls du sie trainierst, gut, mach weiter so, und falls sie nicht trainierst, so, trainier deine Ja. Arme. Ja. Hinge hast du ja schon in Beintrainings drin. Eventuell würde es auch Sinn machen, ich weiß ja nicht genau, wie deine Aufteilung ist, aber dass du vielleicht auch den Hinge gar nicht unbedingt ins Beintraining ein. Also, du könntest ihn ja zum Beispiel, wenn dir die Übung mega viel Spaß macht, das Romanian Deadliften aus dem Beintag rausnehmen und ins Pull-Training implementieren, würde Oder auch. wenn wir so weit jetzt schon gehen, finde ich eine super Sache, die du gerade gesagt hast. Du kannst auch gerne mal Glute- und Hamstring-Sachen bei den Beinen mit einem Pull-Day kombinieren, also Pull-Full-Body zum Beispiel machen, dass du deinen ganzen Körper alle Pull-Übungen machst und dann hast du halt auch wieder Zeit, einen Leg-Day zu machen, wo du vielleicht gar nichts für die Beinrückseite machst und wirklich nur Quad-Sachen machst, um dich darauf nochmal mehr zu fokussieren, Ja, beispielsweise. genau. Ansonsten haben wir hier Klimmzüge, haben wir den Teres Major drin, würde ich jetzt mal sagen. Je nach Ausführung, aber kann drin sein. Ja. Iliac Lat Pulldown, eine Verbundsübung wie schweres Langhantelrudern. Und was hatten wir hier noch? So ein Reverse Flies, glaube ich, ne? Ja, und noch so Rudern auf Ah, ja. bei einer Bank, Kurzhantel, also auch für den oberen Rücken. Was mir hier noch fehlt, ist eine Rudervariante für den Lat, wo du wirklich den Ellenbogen enger am Körper Richtung Boden, Richtung Hüfte führst. Da bietet sich Single Arm Cable Rows an, also wie den Iliac Lat Pulldown, nur halt als Rudervariante oder mit einem engen Griff am Kabel. So, das kannst du auf jeden Fall auch noch mit einbauen, einfach um den Lat nochmal in der Ruderbewegung zu trainieren. Aber ansonsten von der Übungsauswahl sieht das auf jeden Fall gut aus. Genau. Und Ich würde jetzt gehen sagen, wir über zur Ausführung. wir schauen mal in die Ausführung rein. Erste Übung ist jetzt Bankdrücken. Genau. Nick, möchtest du einhaken? Ich? Oder? Ich kann vielleicht zu der Übung tatsächlich als erstes einhaken, weil sie mich letztens auch gefragt hat oder mir gesagt hat, dass sie Schulter- und Ellenbogenschmerzen waren, das glaube ich, hat. Da habe ich ihr auch so ein paar Cues gegeben und ich würde auf jeden Fall die Schulterblätter ein bisschen mehr fixieren, also die so ein bisschen mehr zurückmachen, weil ich glaube, du liegst da sehr flach und die Schulterblätter liegen da einfach so normal. Ich würde die Probier. mehr fixieren. Was? Ja, nee, erzähl weiter. Ich würde die ein bisschen mehr fixieren, um einfach stabiler zu sein und. Genau, ich finde, was mir hier direkt auffällt, ich finde, der Ellenbogenwinkel ist ganz gut. Du drückst jetzt nicht in einem T oder so, das ist gut. Und mir scheinen auch die Handgelenke unter der Stange zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich finde, die Exzentrik ist zu schnell und das Ja. Gewicht vielleicht auch zu hoch. Und Ja. dadurch bist du halt im unteren Umkehrpunkt, bounce du halt so raus. Und das hat natürlich dann mega viel Last auf dem Ellenbogen- und Schultergelenk, was Man halt auch sieht so das halt aussieht. hier, wenn sie jetzt runtergeht, sie geht so runter und ab einem bestimmten Punkt wandert so. Siehst du das, wo der Ellbogen so nach vorne wandert? Ja. Wer kompensiert das dann sozusagen und hat dann halt Genau. mega viel Last und Weil deswegen kannst du Schmerzen fühlen? du halt so schnell runtergehst, verlierst du halt die Spannung im Zielmuskel. Und dann gleichen halt deine Gelenke aus. In dem Fall der Ellbogen und die Schulter. Das sieht man hier auch. Dass du einfach zu schnell runtergehst. Also versuche einfach wirklich so langsam runter und dann raus. Und was Genau. ich dir da auch noch für einen Tipp direkt geben kann, versuch mal zum Beispiel mit einer 3 Sekunden Exzentrik zu arbeiten, dass du sagst, okay, du versuchst bewusst die Exzentrik immer 3 Sekunden lang zu machen
Oder du machst das Ganze mal pausiert, dass du wirklich im untersten Umkehrpunkt eine kurze Pause machst und dann rausdrückst. Das sind alles so kleine Tools, die du anwenden kannst, um das vielleicht zu beheben, da ich halt auch weiß, dass du Schmerzen hast. Besonders Genau. den Tipp mit der Exzentrik, würde ich sagen. Okay. Nächste Übung sind Kniebeugen mit der Langhantel frei. Das ist tatsächlich auch ein One-Rapper, den sie da macht. Da würde ich sagen, sagst du gleich mal was zu. Glaube ich, auch alleine geschafft, ne? Ja, also erstmal würde ich sagen, die Kniebandagen kannst du, glaube ich, ruhig ein bisschen weiter hochziehen. Das sieht mir so aus, als würde dein Knie nur im oberen Teil der Bandage sein. Und es wäre, glaube ich, besser, wenn du das Knie, also deine Kniescheibe auf der Mitte also in der Mitte der Bandage hast, weil du so einfach diesen Bereich um das Kniegelenk am besten gesaved hast. So. Oder Nick? Siehst du das auch so? Ja, safe, auf jeden Fall. Die kannst Auf du jeden Fall, nicht. also probier das aus und mach das nächstes Mal mal. Bringt einfach mehr Stabilität, dann holst du das meiste aus deinen Bandagen raus. Und genau, wir gehen jetzt hier mal genau drauf ein. Also erstmal würde ich. Ah, dein Rack ist so scheiße, dass du so rausheben musst. Wäre besser, wenn das niedriger wäre. Die Einhakdinger, weil du so schon eine echt unangenehme Schulterposition hast. Die Ellbogen sind so weit hinten. Vielleicht kriegst du das auch bei der Höhe des Racks hin, dass das nicht passiert, indem du einfach versuchst, dass du deine Ellbogen weit, also dass du die am besten komplett unter der Stange lässt. Das geht in der Praxis nicht. Aber wenn du darauf achtest, gehen sie auf jeden Fall nicht so krass nach hinten, weil dadurch lagerst du halt schon das Gewicht deines Körpers nach hinten und neigst dazu, nach hinten rüber zu kippen. Und ja, das ist einfach nicht Und so hast du vorteilhaft. es dann halt auch nicht so quaddominant. Ja, Was also genau, ja, wenn du halt, ja, und jetzt gehst du runter und man sieht, dass die Knie nur leicht nach vorne geschoben werden und dann wandert einfach der Arsch so nach hinten. So, und leider ist die Stabilität auch so. Ich glaube, dir würde es, ich gucke mir nochmal die Konzentrik an. Man sieht halt, die Hüfte bricht nach hinten aus und somit versuchen halt die Glutes und die Adduktoren das Ganze zu kompensieren und die Last geht vom Quad weg, deswegen ist auch der Glut stärker als der Adduktor. Ja. Alter Quad. Ja, der Glut stärker als der Quad, genau, sorry. Ja, ich glaube, es wird Sinn machen, wenn du dich einfach, dass du dir vorstellst, dass die Füße so leicht nach außen rotierst, stand, ist eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, es ist einfach zu viel Gewicht gewesen, deswegen muss dein Glut quasi da einfach kompensieren, beziehungsweise deine Hüfte und so, der Rückenstrecker. Und dann sieht das am Ende so aus. Und ich glaube, dass wenn du da einfach ein bisschen weniger Gewicht benutzt und versuchst, deine Knie so weit nach möglich nach vorne zu schieben und nicht dich darauf fokussierst, deinen Arsch so weit es geht nach unten zu bringen, weil das habe ich früher nämlich auch immer gemacht, dass ich einfach versucht habe, meinen Arsch tief zu bekommen, weil du versuchst, deine Knie nach vorne zu schieben. Es würde dir wahrscheinlich auch noch helfen, wenn du mit leichten Fersenerhöhungen arbeitest. Zum Beispiel kannst du dir so kleine 2,5er Plates oder so nehmen. Ja, ihr habt auch in dem Gym so ganz coole Matten, die kannst du dir da auch einfach runterlegen, zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ah, hier, die Klimmzüge. Was mir da bei den Klimmzügen direkt auffällt, ist, dass sie versucht, auf Biegen und Brechen mit dem Kinn über die Stange zu kommen. Das kann man jetzt natürlich auch wieder sagen. Ich glaube, sie macht ja kein Bodybuilding. Und wenn sie einfach nur eine Klimmzug-Challenge macht, ich glaube, wenn man regelkonform Klimmzüge macht, wo es ja auch Wettbewerbe gibt, dann zählt halt, das Kinn über der Stange ist. Deswegen mach das ruhig so, wenn das dein Ziel ist. Aber für reinen Muskelaufbau musst du das nicht unbedingt machen, so. Genau, weil nicht jeder gleich lange Arme hat. Das heißt schon mal, für jeden ist halt nicht die End of die End das Ende der Range of Motion halt quasi die Stange, ne? Ist klar. Genau. Aber ansonsten hast du auf jeden Fall recht.
glaube ich, CrossFit-Bereich und so ist das Ja. so, dass da einfach. Aber ja, ansonsten, es ist halt ein Klimmzug. Man sieht halt, das oberste Stück ist dann halt viel Bizeps, weil der Rücken, die Range vom Rücken eigentlich vorbei ist und sie halt noch weiterzieht. Aber wie gesagt, wenn das ihr Bock macht und sie wirklich zählende Klimmzüge machen will mit Kinn über der Stange und ihr das einfach Bock macht, da an Challenges teilzunehmen oder so, dann macht das safe so. Und man sieht ja auch, der Rücken arbeitet gut. Also ich glaube, so viel kann man zu einem Klimmzug jetzt eh nicht sagen. Und aus Bodybuilding-Sicht, klar, gibt es da noch ein paar Cues, aber ich denke, die sind jetzt gerade nicht zielführend und relevant. Genau, Schlangenhantel rudern. Yes. Hier fällt mir direkt auf, dass sie halt wenig Momentum im Oberkörper hat. Das ist einfach bei Langhantel rudern schlichtweg nicht nötig, weil du halt, ja, du hast halt Isolationsübungen, wie zum Beispiel dieses mit Kurzhanteln auf der Bank aufgelegt für den oberen Rücken. Da kannst du dich perfekt, also da hast du ein stabiles Brustpolster und so. Aber hier macht es einfach Sinn, die Last in der Dehnung zu vergrößern. Und das geht halt, indem du einfach mit Momentum arbeitest, dann kannst du mehr Gewicht benutzen. Bei solchen Verbundsübungen macht das definitiv Sinn. Außerdem fällt mir auf, dass sie echt weit nach hinten geht. Vielleicht sieht das auch nur so aus, aber es sieht so aus, als würde die oberen 5% so die hintere Schulter übernehmen, und ich glaube, so weit muss die gar nicht nach hinten gehen, aber vielleicht täuscht mich da auch mein Blick. Ich weiß es nicht. Ja, und was man auch sagen muss, sie hat ein sehr starkes Hohlkreuz in der Bewegung, was halt auch zu Rückenschmerzen führen kann. Also hör Ja, auf, stimmt. Hohlkreuz zu machen und versuch wirklich ein bisschen Momentum mit reinzunehmen, also ein bisschen dynamisch zu arbeiten. Und dabei ist es auch wichtig, sich das Momentum eigentlich aus dem Unterkörper zu holen, also im untersten Drittel ein bisschen Momentum aufzubauen und dann hochzurudern. Also jetzt nicht oben Schwung nehmen oder so, weil Ja, da holt klar. man den Bogen auch meistens viel aus den Armen, sondern wirklich im untersten Drittel. Und dann ist es gut. Also, sonst Ja. gefällt mir der auch. Das Einzige ist halt wirklich Hohlkreuz und du musst, glaube ich, nicht ganz so weit rein. Obwohl, sie macht es als Verbundübung. Ja, Ja, okay. Ja, geht schon, du hast geht schon schon. recht. Ja. Und versuch wirklich komplett unter den Bauch zu ziehen, also am Bein entlang zu ziehen, weil das einfach viel stabiler ist, als wenn du irgendwie höher als am Bein entlang ziehst, sondern irgendwie Richtung Brust. Also das machst du zwar nicht so krass, aber ich denke, du könntest noch näher am Bein ziehen, du würdest somit auch stabiler sein und mehr Output haben. Genau, also hier haben wir nochmal Illegal Clut Pulldown. Sieht eigentlich schon gut aus, aber ich würde sagen, dass du den Oberkörper nicht ganz so weit nach vorne lehnst, indem du dir vielleicht eine Bank holst. Dann bist du einfach stabiler und kannst dich so dagegen pressen. Dann ist dein Oberkörper ein bisschen weiter nach hinten, weil dann hast du einfach im untersten Punkt, dadurch, dass du weiter nach hinten gelehnt bist, nicht so einen spitzen Ellbogenwinkel. Dadurch ist halt nämlich auch nochmal mehr Bizeps drin, als sein müsste. Würde ich so sagen. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Genau, die Brust würde ich ein bisschen anheben, also so eine stolze Haltung annehmen. Und ja, das, was Aaron schon gesagt hat, gehe ich auf jeden Fall mit. Und ein dicker oder ein wichtiger Cue ist dabei auch vielleicht einfach, dass du dir vorstellst, nicht nach hinten zu ziehen, weil das sieht ein bisschen so aus, als wenn du einfach nach hinten ziehst, sondern wirklich dir vorzustellen, den Ellenbogen nach unten Richtung Boden zu drücken. So hast du dann automatisch auch einen weniger spitzen Winkel im Ellenbogen und hast somit auch weniger Bizeps und mehr halt den Rücken involviert. So, ja. Genau. Unsere Zeit ist hier fast abgelaufen. Ich würde sagen, wir gucken uns noch die Übung an und dann boxen wir die Folge ab, rappen wir sie ab. Ja, Haben safe. wir gesagt. Kannst du hier nochmal gerne was zu sagen? Mama, sag du mal was gerne dazu. Ja, also, Also, sie das. macht übrigens Überzüge gerade am Kabel mit einer SZ-Stange. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber danke dir. Sorry, ich dachte. Genau. Problem bei der SZ-Stange ist, man sieht das hier schon im Bild ganz gut, ist einfach, dass am untersten Punkt ist halt einfach das Bein so im Weg. Aber du musst doch gar nicht so krass nach hinten gehen, weil es ist halt wie bei einem Iliac-Lat-Pulldown. Am Ende ist halt der Ellbogen auf Körperhöhe ungefähr und dann ist der Lat halt verkürzt. Also dann geht halt nicht mehr. Dann ist halt die hintere Schulter oder der obere Rücken, wenn du da deine Schulterblätter noch zusammen ziehst hinten, und ich würde sagen, dass oben auch einfach ein bisschen zu viel Range ist. Also versuch mal, so hier ungefähr wäre wahrscheinlich Stopp. Ich würde dir am besten einen anderen Griff empfehlen als den.
Vielleicht ist einfach mal einarmig auszuprobieren. Und dann. Genau. Einarmig kannst du es dann auch so setupen, dass der Zug ein bisschen von innen kommt, dass du auch mehr Stretch hast. Deswegen versuch das gerne mal aus. Probier das Ja. gerne mal aus. Yes. So, unser Zoom-Call läuft jetzt ab. Deswegen wird das hier ein ganz schnelles und schmerzhaftes Ende. Nee, nicht so schmerzhaft. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen an alle Zuschauer, Zuhörer. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Nick. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit dem guten Roman Fritz. Wieder Haut schon rein. Ciao. reingehauen.